Ah, let's go, Year of a Dragon. Eigentlich für viele der beste Spyro-Teil. Ich mag ihn eigentlich auch am liebsten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie daraus gemacht haben. Weil Year of a Dragon hatte noch mit die meiste Story und mit die meisten neuen Charakter. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie die jetzt alle gemacht haben. Und ob sie alle so... Oh boy, ne. Wie haben sie die Königin hingekriegt und... Bitte nicht Jäger oder... Oh Gott, ne. Das ist waschen. Ja, habe ich mir auch heute gedacht. Ich hatte keinen Bock vorher zu duschen. Deswegen tut mir leid, dass ich schon wieder aussehe wie Scheiße. Ich verdecke meine Schmachsekunde. So. Besser. Ich verdecke meine Schande. Jetzt sehe ich aus wie ein... Sehe ich aus wie ein Schwarzmagier. War Bianca schon immer so klein? Looks cute, though. Ey, Keks. Boah, Alter. Voll dick Kick. Greift sie hoch, stoppt sie! Ich weiß gerade, wie ich es am besten beschreiben kann. Ich stream gerade nur, damit du es weißt, ne? Also. Das juckt mich nicht, wenn andere es mitbekommen. Okay. Sagen wir so, ich habe mir mein Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Dein. Oh. Wir haben die. Du hast dein Essen zweimal gegessen. Ja, wie gesagt, ich habe mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oh Gott, what the fuck? Nun geht, bewacht die Tunnel. Stoppt jeden, der hindurch will. Was ein Echsenfuck. That's a big oof. Aber hey, mein Körper hat gelernt seit dem letzten Mal. Echt? Er behält wenigstens Flüssigkeiten drin. Na, immerhin etwas. Hab erstmal gerade die gesamte Zeit nach meinen Billo-Ibro-Gasttropfen gesucht. Gerade erst gefunden. Wir fanden ein paar Eier, aber sie waren zu schwer. Ich bin am Sterben. Die andere Seite der Welt? Die vergessenen Welten. Spyro, du musst das tun. Niemand sonst passt durch diese Löcher. Ja, komm schon, los geht's. Warte, ich behalte die Kapuze behalte ich auf. Ich sehe so ein Scheiße aus. Sieht sonst aus wie ein dreckiger Fischverkäufer. Dick slapped. Die Eier und bring sie zurück, Spyro. Du bist unsere einzige Chance. Die vergessenen Welten. Vergessene Nulpen. Fancy. Ich muss mal ganz kurz, ich werde mal kurz Keks lauter stellen, deswegen Sekunde. Jau. Jau. So, sollte passen. Wenn nicht, mir egal. Ich habe gerade so eine richtige Mir-Egal-Stimmung, ey, ohne Scheiß. Wie lief's denn eigentlich bei den Witzern dein YouTube-Video? Ey, das ist das teuerste YouTube-Video, was ich je gesehen habe und es war scheiße. Immer Vin Diesel kam vor. Aber immerhin ist der Font hier in Spyro 3 nice. Oh ja, die Musik. Aber zieh doch mal den Font da oben rein von den Edelsteinen. Das sieht voll toll aus. Me likes. Dö, 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 dö. Oh, die Musik. Ist so nice. Ist so nice. Vor allem, ich habe schon gesehen, Spyro 3 ist der leichteste Teil auf Platin zu machen, obwohl er die meisten Trophäen hat. Es ist meistens literally, spiel das Level durch und get fucked. Sparks ist immer noch arbeitsfaul, so schön. Oh Gott, sie haben den Drachen immer noch jeden ihre eigene Animation gegeben. Oh, wie knuffig. Das ist knuffig. Heute haben meine Perücken an, die ich geordert habe. Das ist nice. By the way, apropos ankommen. Mhm. Wenn alles scheiße läuft, kriegst du dein Geschenk denn, wenn du hier bist, ne? Kein Ding, du.
um die Kamera das hinter dir zu zentrieren. Drück Kamera Gesundheit. Zentrieren. Derge. Du kannst dich umschauen. Meinte DHL-Scheiß zu bauen. Ja, es ist angeblich ist dein Geschenk irgendwo in den unendlichen Weiten des DHL verloren gegangen. Du bist also derjenige, der die Eier das Geschenk von meiner Schwester kam heute an. Es liegt im Postkasten. Wie traurig. Hör zu, Drache. Wenn du weißt, was gut für dich ist, kriegst du in das Loch zurück, durch das du gekommen bist. Diese Eier gehören jetzt uns. Und ich habe sie an Orten versteckt, die du in 1000 Jahren nicht finden wirst. Und solltest du doch und Michael hat sich finden, gestern übrigens werden sehr dich gefreut. Unsere erfahrenen Armeen jagen und es zurückbringen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Wenn ich dich hier nochmal sehe, werde ich sehr wütend sein. Sagen, und du so wirst süß, mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Alles dann für mich. Das ist männliche Intuition, sowas tun wir. Ah ja, by the way, ich find's schön, dass sie die Texte einfach mal 1:1 übernommen haben. Hm. Irgendwie, ich konnte mich noch genau dran erinnern, dass sie es damals genauso gesagt hat, nur dass Bianca irgendwie damals dich mit leblosen Augen angeguckt hat, während sie ihren kurzen 2 Sekunden Animationsloop hatte. Oder nimm mal so. War voll weird. Ich bin so froh, dass ich meinen Stream auf Donnerstag jetzt gesetzt habe. Auf Donnerstag? Das trifft sich gut, da kann ich nicht streamen. Ja, da ist ja Glück. Eigentlich wollte ich es ja heute gemacht haben, aber eigentlich wollte eine Freundin vorbeigekommen sein. Die habe ich aber auch abgesagt, deswegen Zeugs nochmal durch den Kopf gehen lassen. Oh yeah! Kannst du uns helfen? Horden wilder Rhinox haben unsere gesagt, Stadt überrannt und den Bürgermeister entführt. Darf ich auch mal anmerken, dass ich es geil finde, dass Bianca gesagt hat, ihre erfahrenen Armeen, und es sind literally alles nur Rhinozerosse, basically. Das sieht so gut aus, das Spiel. Ich weiß, ne? Sieht so fucking gut aus und meine Güte, ne, mir wird da zu warm. Oh. Ich überhitze mit dem Ding. Boing. Ein Jedi-Ritter, holt den Shit. Ja, nee, hallo. I killed them all. Ich habe Sif gehört. Hallo, ich bin da. Was hast du mit Sifs zu tun? Ich wurde verdammt von einem aus meiner Resi-Gruppe, der Star Wars macht, einen Sif zu machen. Wow, du wirst echt von vielen Leuten zu vielen Sachen verdonnert. Ja. Aber es ist mein Barry. Barry. Gleich, ich kann es ihm verzeihen. Du kannst, du wirst, du würdest. Du solltest, du könntest. Bam. Stimmt, allein mit dem ersten Level kann man ja gar nicht machen. Findest du eins gefunden? Ja, eben. Weißt du, bevor sie überhaupt mit dir geschnackt hat, erstmal sagen: Du, ich hab schon eins gefunden. Ich weiß ja nicht, wo dein Problem ist, aber ich hab schon eins. Dieser Rhinox ist zu groß. Ich weiß, habe ich in den letzten 3 Spielen schon gesehen. 2 meine ich. Mein Hirn kann schon Zahlen nicht mehr richtig. Oh, echt mehr Kaffee. Oder weniger. Die aktuelle Dosis ist nicht okay. Könnte sonst auch Schnaps anbieten. Nee, oh, Alter, wenn ich Alkohol jetzt zu mir nehme, dann baller ich komplett weg. Das ist kein Praline, mit Schnaps. Alter Keks, wenn ich jetzt fucking Alkohol zu mir nehme, dann bin ich tot. Da kannst du mich für die nächsten 42 Stunden nicht mehr gebrauchen. Also du wirst dann nicht so tot sein wie ich. Challenge me. Glaub mir, ich bin so fucking müde einfach. Und das obwohl ich irgendwie, was war das, 2 oder 3 Kaffee und Cola? Ich habe keine Ahnung, ich trinke einfach nur noch Koffein. Ich baller mir einfach nur noch Koffein rein. Und es wirkt einfach nicht. Deswegen, ich sag's, es ist bei mir so merkwürdig. So ein Shit wirkt bei mir nicht. Alkohol brauche ich auch ein bisschen mehr, damit das wirkt. Ich meine, das Thema hatten wir ja bei Keks Weihnachtsfeier. Geburtstagsfeier. Ist es eine Weihnachtsfeier für mich auch immer. Es geht nicht immer nur um dich. Na,
Du klingst aber auch echt nicht gut. Was ist das jetzt, was du hast? Wieder Magen-Darm oder? Eine Magenverstimmung. Mensch, wo kriegst du denn den Kram immer her? Ich habe einen sehr empfindlichen Magen und wahrscheinlich war die Suppe, die ich gestern Abend gegessen habe, nicht mehr ganz so gut. Selber gemacht oder? Ja, einen Tag vorher. Hm. Komisch, eigentlich sagt man ja mal, dass nach einem Tag, dass die Suppe besser ist. Ab und an schlägt es auch um. Michael konnte essen ohne Probleme. Problem ist halt einfach, wie gesagt, ich habe einen sehr empfindlichen Magen. Ja gut. Aber den hatte ich schon immer gehabt. Ah, bei mir ist mein Magen, ist, der ist robust. Sei froh. Hm, bin ich auch. Ist praktisch. Hi Spyro. Immer wenn dir eine Fee... Ja, Mensch. Bedeutet das... Ich speichere, cool, danke. Das ist richtig nice. Last week's story. Was? Hab fast einen Finger verloren bei der Schneidemaschine. Wieso macht ihr das immer alle? Bei meiner Mutter Alter. Genauso. Hey, hol du Sack. Was ist denn passiert? Was machen die bösen Mütter wieder? Oder wurde ein Huhn gefickt? Das ist ungewöhnlich bei Müttern, aber wenn du sagst, dass das gewöhnlich sein soll. Also, kommt drauf an. Mein Ernsthaft, was ist passiert? Was habe ich verpasst? Keks ist Magenverstimmung, ich bin fucking müde. Aber es spielt trotzdem Spyro, weil ich gesagt habe, ich will das noch vor Weihnachten auf Platin haben und will unbedingt weiterspielen. Mhm. Aber ich habe auch gelesen, dass Spyro 3 auf Platin so piss einfach ist, dass ich es einfach nur durchspielen muss. Ja dann. So, this is what I do. This is what I do. So ist... Diba, diba, du. Genau, diba, diba, du. Danke für die Rettung unserer Stadt. Als Bürgermeister belohne ich dich mit einem unserer berühmten Riesenhühnereier. Oh, ich muss dir später noch die neuesten Neuigkeiten von der Story von gestern noch schreiben. Oh, bin ja mal gespannt. Schreibe ich dir gleich, wenn mein Magen aufhört zu rebellieren. Tut mir leid, das war das hässlichste Huhn, das ich je gesehen habe. Muss ja nicht auf den Magen geschlagen sein. Er hat voll das Huhn beleidigt, ey. Kann man doch nicht machen. Das ist unhöflich. Ach du Scheiße. Oh, ich erinnere mich noch, wie diese Portale damals auf der PS1 ausgesehen haben. Und jetzt ist es irgendwie so ein dunkle Materie-Loch. Oh, jetzt geht's los. Skateboarding. Ich habe diese Übungsarena für Gladiatoren gefunden, die gleichzeitig ein toller Skatepark ist. Willst du dein Können auf dem Brett beweisen? Jäger, warum hast du überhaupt eine Hose an? Jesus Christ, warum hast du auf einmal eine Hose? Ich wette, du schaffst es nicht, alle 15 Echsen zu fangen, die hier rumlaufen. Komm zu mir, wenn... Hey, Mädchen, hast du was Falsches gegessen, oder? Ich hab mir den Magen verdorben an irgendwas. Ja, das klingt echt übel. Ist bei mir normal, wenn ich mir meinen Magen verdorben hab. Oh, this is gonna be fun. Du hast es aber nicht den Alex gemacht und 20 Kilo Nudeln gefressen. Nein. Das hab ich nicht. Nein. Immerhin sind es nicht die Nudeln. So, wie macht man hier was? So nicht. Aber scheinbar ist die Suppe irgendwie umgeschlagen, die ich gegessen habe gestern. Nee, nur wenn du sie ein paar Mal aufgewärmt hast. Nur einmal. Hm. Hast du es warm rausgestellt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Michael hat sie gut vertragen. Aber ich habe allgemein scheiß Magen. Ja gut, Michael jetzt als Referent, ich meine, der Typ hat so viel Spirituosen und bewusstseinsveränderte Drogenindus. Aber hey, mein Körper hat sich wenigstens eins gemerkt im letzten Mal. Alles an Flüssigkeit, was ich zu mir nehme, auszukotzen, ist nicht ganz so geil. Immerhin etwas. Ja. Hm. Okay, das Landen wird jetzt schon ein Albtraum. Ich habe eben gerade das Gefühl gehabt, ich habe da überhaupt nichts getroffen. Und wenn Sparks weiterhin immer seine Arbeit hier verweigert, dann haben wir sowieso ein Problem.
Jetzt muss ich mir auch das YouTube-Video zeigen, wie man sich richtig die Hände wäscht. Alter, und ich sag dir, das willst du nicht, dass ich anfange, das Video auszupacken. Das immer schön dran denken, du musst den Daumen waschen. Den Daumen und die Handflächen und zwischen und mit den Fingern zwischen die Finger. Ja, richtig. Und Schrubben nicht vergessen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel auch das Gefühl, ich wäre eigentlich nochmal gelandet. Deswegen, das könnte noch witzig werden hier. Achso, ja, die sind, Das geht aber um einiges simpler als damals. Mehr. Ich find's auch geil, wie die Viecher da unten angezeigt sind. Kommst du her? Du Fickschnitzel! I'm Spyro the Dragon and this is Jackass. Das muss man sich mal vorstellen. K. K. Echo, danke für die Bits, mein Dude. Und Leute, sorry, dass ich heute so, ne, so groggy bin einfach. Das ist, I'm just so fucking tired. Wo sind die Eier, die kommen später noch genug. Die dummen Eierficker. Boah, aber die Physics von dem Skaten ist echt um einiges besser als damals. Hey, Spitze! Während du skaten warst, habe ich das hier in einem Echsenbau gefunden. Warum trägst du eine Hose? Mein Helm ist ja schön und gut, aber eine Hose? Okay, wenn du alle Echsen fängst, bevor die Zeit... Oh Gott, mit Zeit. Da wird ja jetzt witzig. Aufblasbare Hose... Aufblasbare Hosen! Die sind so aufblasbar! So derbe aufblasbar! Das hast du, das hat die Welt noch nicht gesehen! Die Frage ist, möchte die Welt das sehen? Das hat die Welt noch nicht gewollt! Besser. Die Welt wusste noch nicht, dass sie es wollte, aber in Wirklichkeit wollte sie es. Es ist genau, als ob man mit Kingdom Hearts mit Skrillex mischt. Manche wussten nicht, dass sie das wollten. Und ich wusste, dass ich es nicht wollte. Ach, du weißt doch nicht, was du willst. Ja, ne? Durfte ich? Ja, ich durfte nicht. Das war das. Deswegen war die erste Herausforderung schon so richtiger Bullshit. Du darfst nämlich nicht vom Board fallen. Sehr schön, den Scheiß haben sie also drin gelassen. Was ist also, wenn ich nur Marmelade haben will? Oder Buttertoast? That seems like your problem. Megatron? Ich habe dieses Video, by the way, gestern wieder gefunden, hol. Das mit Starscream und Megatron. Och nö. Ich hab's wieder gefunden. Extra cremig. Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, wie das auf YouTube existieren darf. Ich meine, okay, es ist alles zensiert, was da zensiert sein kann. Aber, you know, du kennst das Video ja auch. Naja gut, du siehst explizit nichts. Ja, eben. Aber trotzdem, man sieht genug, um zu wissen, was da abgeht. Es wurden schon Leute für weniger gebannt. Naja gut. Oh fuck. What the fuck? Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Ficker da in der Halfpipe. Da winken die Physics offenbar anders. Außerdem, es ist unglaublich empfindlich, wenn du versuchst hier auf der Halfpipe wieder zu landen. Mega empfindlich, der Shit. Tony Hawk's Pro Dragon.
Kommst du her? Ich habe keine Lust auf deine Spiele. League of Legends ist bläh zur Zeit. Echt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe seit Ewigkeiten kaum mich mehr mit LOL wirklich beschäftigt. Ich habe es irgendwann deinstalliert und habe gesagt, so, yep, that's it. Ich habe es relativ gern gespielt, weil es einige Helden gab, wo einem echt Spaß gemacht haben. Aber das hat sich dann irgendwann auch geändert. Irgendwann haben sie halt gewisse Helden so gemacht, dass sie irgendwie, ich weiß auch nicht, man hatte irgendwie nicht mehr das Gefühl, dass es das war, was es sein sollte. Es ist schwer zu erklären irgendwie. Es war fun, aber dann war es nicht mehr fun. Lies den Rest sofort, ich bin zu müde. Ich kann gerade nicht mehr als 5 Worte gleichzeitig lesen. I am too weak. Weißt du, habe ich in den letzten jetzt vergessen? Ach, da oben. Da oben ist die Pimmelbacke. Dich komme ich holen, Junge. Mehr als 5 Worte ist gerade schon zu viel für mich. Und fucked. Boah, das war klasse. Und guck mal, welches Glück, dass die wichtigen Dinge im Leben mit 2 Worten erklärt werden können. Zum Beispiel, fuck you. Fuck you. Ultimate macht die Hälfte deines Lebens weg, fast immer. Gut, dass du da nicht mehr mitmachst. Wieso? Ich dachte, das ist normal bei neuen Champions. Ich dachte, es ist Standard, dass die mit einer Fähigkeit die Hälfte deines Lebens wegmachen. Hol, unterstützt mich doch mal, das gehört doch so, oder? League of Legends, neue Champions, dass die mit einem Schlag, mit einer Ulti die Hälfte deines Lebens wegmachen. Oh, bisher immer so, wird auch bisher immer so bleiben. Ja, ne? Es hat sich irgendwie... Ich komm nicht vom Board. Sie haben es wirklich so hingekriegt, dass du mittlerweile... Es ist schon fast schwer, vom Board zu fallen. Außer wenn du rum Tony Hawkst. Hab ich doch schon. Was willst du denn? Deswegen, also ich habe mir gedacht, das wäre normal bei LOL. Dass wenn ein Held nicht instant dich one-shottet, dass es schon schlecht ist. Hab mir gedacht, das wäre so gang und gäbe da. Ja, natürlich, nachdem man sich dann bei LOL künstlich aufgeregt hat, wie blöde, spielen sie eine Runde Overwatch und LOL haben den Standard dort. Ja, everyone knows. Ja, und dann heulen sie rum, wenn sie nicht instant gewinnen mit dem nächsten Champ. Ja, ich muss mit dem gewinnen können. Man sagt ja immer, LOL ist nicht pay to win, aber irgendwo ist es dann leider doch. Es ist eher neu to win. Ja, so nach dem Motto, der ist neu, der ist irgendwie instant busted. Oder du kannst ihn auf Full HD spielen und one-shottest everything. Eins von beiden, sucht's euch aus. Ich kann jetzt schon die Kommentare lesen, die sagen, du hast doch keine Ahnung, spielst doch gar keinen LOL, fick dich. Deine MR ist voll kacke. Und ich denke mir so, okay. Hey Spyro, ich hab eins dieser Portale. Ja gut, Leute glauben auch noch, dass du irgendwelche Musikspiele spielst. Ich tu uns mal einen Gefallen und ich skip mal so Tutorial-Bullshit, wo ich leider machen muss. Ich hab was Glänzendes in der Höhle da drüben gesehen. Ja, ich weiß auch, wie das geht, du Dipshit. Du bist ein Tiger, du kannst eigentlich nicht fliegen. Oh, dieses Ei hätte ich fast vergessen. Wieso trägst du jetzt wieder keine Hosen? Warum nicht? Jäger, ich verstehe dich nicht. Warum? Was ist deine Obsession mit Hosen und Nicht-Hosen? I don't get this guy. Das ist ein super. Oh ja, schönes Tutorial, ich weiß. Ich tue jetzt mal so, als ob ich die letzten Teile gespielt habe, ja? Und tu uns mal wirklich Tutorials nicht an. Das ist Wahnsinn. Nicht wahr? Das kannst du doch nicht tun. Das ist richtig wahnsinnig. Wo hat der Jäger auf einmal das Ei her? Das wollen wir, glaube ich, nicht wissen. Wir können eigentlich froh sein, dass es direkt geschlüpft ist. Das arme Tier. Das Wunder der Geburt und so. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Mein Kleben. Das ist... Oh, by the way, hol. Ich habe vorhin noch FF14 gespielt, ne?
Ich habe jetzt einen Schwarzmagier. Yay! Ich habe so einen kleinen. Ich hab tatsächlich mal einen Lalafell kennengelernt, der kein absoluter Hurensohn ist. Ist sogar ein ziemlicher Edgelord und ich mag ihn. Ich hab dir doch gesagt, dass der edgigste Lalafell, den du kennenlernst. Alter, es ist so viel Edgelordigkeit in so ein kleines Wesen gepresst, einfach nur. Es ist interessant. Aber. Ich hab mir mal was aufgehauen. Weißt du, ich würde es mir jetzt ja noch wünschen, dass sie dem Lalafell tatsächlich mal einen anderen Walk-Cycle gegeben haben. Und nicht diesen, ich hab mir in die Windel geschissen, Walk-Style. Naja, er hat sich in die Windeln geschissen und steht dazu. Ich mein, what the fuck, was soll denn dann? Gefällt dir der aktive Kampf? Och, halt deinen Schnuten, okay, du Kamerafick. Ich weiß, wie ich meine Kamera machen kann. Die ist toll, so wie sie ist. Außer nachher, wenn ich sie wieder verfluche, dann ist sie scheiße. Ich wusste doch, da war mal was. Fettes Schnodder, Baby. Das ist genau, was ich brauche. Oh mein Gott, was bist du? Oh Gott, nee, was ist das? Ich will da nicht rein. Ach, was du willst. Nein, ich will in die Welt nicht. Der Typ macht mir Angst. Der Typ sieht aus wie hier Jim Carrey in die Maske. Gehst du da jetzt gefälligst rein? Nein! You cannot make me. Auf dem Grund dieses die Leute wollen was sehen und ich weiß auch, wie ich tauchen kann, Jäger. Fuck you. Je länger du dich wehrst, umso länger musst du mit Jäger zusammen sein. Ohne Hosen. Besonders treffen wir uns wieder hier. So. Ah, nice. Ach ja, Spacks. Nein, ich geh da nicht rein. Der macht mir Angst. Der ist ekelhaft. Mal den grünen an und wir haben echt Jim Carrey aus die Maske. So, bin wieder da. Willkommen. Wobei, es ist ein guter Film. Also, von daher, ich sag eigentlich nichts. Die Fortsetzung war scheiße. Ja, okay. Wenn ich bei dir bin, können wir Zombieland gucken. Von mir aus. Ich hab ihn zwar nicht, aber können wir. Twinkies. Ich will ihn unbedingt sehen. Wie gesagt, ich hab ihn aber nicht. Ich glaube, Micha müsste ihn haben. Okay. Musst du ihn mitbringen? Weil ich habe diesen. Ja, nicht. Nicht. Der Film ist gut. Wenn wir ihn haben, bringe ich ihn mit. Und wenn nicht, gibt es Wege. Hat er nicht gesagt. Genau, das ist mir gerade aktuell so scheißegal. Ich bin so. Ich bin so im Hyperdrive. Das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, er hat eindeutig illegale Aktivitäten geäußert. Gut möglich. Ich kann's mir nichts nachweisen. Ich hab nichts gemacht. Miss Fenster. Shadow Cloud. Der Cloud. Cool, ich habe dir mal Wall of Text geschrieben zur gestrigen Sache. Hab ich gleich was zu lesen? Augenblick. Ja. Holgard Wall of Texted. Ja, Hol ist bei der Sache gerne auf dem Laufenden. Ah, ist es die Sache, wo ich denke, dass es ist? Die von gestern, die. Da waren eine Menge Themen. Und ich habe sie alle gemocht. What the fuck? Gleich mal gucken. Der ist so schön weit. Ich gehe nicht rein, nein. You cannot make me. Ihr könnt mich nicht zwingen. Hä? Sparks, was ist schon wieder mit dir los? Ja, der ist schön und gut. Sparks muss in den TÜV. Ja, ich merk schon. Ach, guck mal, hier. Mein Auto muss auch im Januar zum TÜV. Dann nimm dir die Bälle mit. Ihr habt die verweigert andauernd ihre Arbeit. Zeig ihr am besten, wie man die Hände wäscht. Und nimm ihr dann 30 Euro ab. Glaub mir, das wird mich erstmal nicht loslassen. Weil, ohne Scheiß, ne? Dafür so viel Geld zu verlangen. Wow. Dafür, dass ich mir echt ein dummes Video angeguckt habe. Das ist basically YouTube Reloaded. Nice. Spyro, wie lustig dich hier zu treffen. Lustig.
Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit wir Ripto in Avalar besiegt haben. Warum hat man dich übrigens mitgenommen? Fettsack, ich mein Geldsack. Also bin ich hierher gekommen und mit der Zauberin ins Geschäft gekommen. Eine reizende Frau. Scheint auch Drachen zu mögen. Ich sehe jetzt, es ist das fucking... Ich bekomme ein Vermögen davon, Sheila. Dass Sheila das Känguru eingesperrt bleibt. Dieses nervige Tier muss der armen Zauberin viel Ärger bereitet haben. Und die hat einen geilen Rotstich, sobald die Sonne draufsteht. Wenn du mir... Sonne steht auf Kehr. Oh, Spyro, du bist so lieb. Da an dich musste ich auch sehr denken beim letzten Satz. Herz wird eines Tages aber dein Untergang sein. Ich glaube, aber du hast immer und immer mehr recht, Hol. Macht es mich frei. Ich hab einen Riecher für Leute, die mich aufnehmen. Zu schätzen, dass ich dich einfach Alter, Sheila wurde echt gefurried. Nichts für ungut, okay? Okay. Ich mach ja schließlich nur meine Job. I love it. And she got kicked in the dick. Du musst wohl einer dieser Drachen sein, was? Ja. Alter, sie wurde so hart gefurried. Das ist eine Überraschung. Ihr Drachen habt früher mal diese ganze Welt beherrscht. Dann wart ihr plötzlich einfach weg. Hier haben Drachen gelebt? Wusstest du das nicht? Ich glaube, das war vor über 1000 Jahren oder so. Und sie verschwanden? Also wenn sie gefurried wurde, dann ist sie thick as fuck. Muss man ja mal so antonen, ne? Ich meine, diese Welt soll früher voller Magie gesteckt haben. Fliegende Schiffe, singende Wälder. Ich meine, ich finde ihr neues Design jetzt nicht schlimm. Aber ohne die Drachen ist alles. Aber sie wurde halt hart gefurried. Funktionieren deshalb manche Portale nicht? Ja, sie verblassen langsam. Nach und nach. Tja, ich muss nach Hause. Schadenskontrolle betreiben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Solange mein Magen sich gerade eine Pause gönnt vom ich tu mal random weh, kann ich das verrutschen stylen. Ja. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, Sheila sah damals echt aus wie ein Känguru, also so ein Känguru halt, so was die PS1 halt konnte. Aber hier... Zwei Beine, Ohren braun. Ja, jetzt sieht sie mittlerweile echt aus wie ein Furry. Wie gesagt, nothing wrong with that. Ich finde das Design jetzt nicht schrecklich. Aber es ist halt erstmal nur Umgewöhnung, ja. Vor allem, ich fand im Original klang sie um einiges jünger. Wir haben uns Rinox aus unseren Häusern vertrieben. Aber keine Bange. Bobby, Pete und ich haben einen Plan, um sie zurückzuerobern. Alter, aber sie wurde richtig hart gefurried. Das ist so böse der Gedanke jetzt klingen mag, Keks. Aber du wohnhaft mit all deinen Perücken neben der Chemoklinik, Katsching. Ich glaube, das soll ich mal langsam aussortieren. Na, die Perücke, die ich hier gerade habe, ist ja nicht meine. Die liegt ja hier. Haare. Nee, die habe ich für Olli bestellt. Hol, du kennst Ollis momentanige Wesker-Perücke. Heino. Ja. Damit er weniger Heino aussieht. Ein bisschen weniger Heini. Ja, meistens, ich habe hier eine. Die hat auch. Eigentlich hat Wesker ja eine gerade Haarlinie. Eigentlich. Aber die hat jetzt wirklich so eine, die so leicht vorne spitze zuläuft. Aber ich finde das noch nicht mal so schlecht. Bei Wesker. Ja, doch, so mittlerweile. Ich gewöhne mich an Sheilas neues Design. Bin mal gespannt jetzt, was sie aus den anderen gemacht haben dann. Also aus dem. Mega Furry. Das andere ist ein Vogel, ein Yeti, weißt du, und ein Affe. Donkey Kong. Geh down. Das ist nice. Wow. Ganz vergessen, dass die Frau ja Sprungkraft hat wie sonst nichts. Was war eigentlich ein Pinguin? Sergeant Bird war. War er ein Pinguin? Ich war auf jeden Fall aber ein Vogel. Er konnte fliegen. Kann er eigentlich kein Pinguin gewesen sein? Hey, jeder Pinguin kann fliegen. Du musst ihn nur hart genug werfen. Du musst ihm nur einen Flughafen bauen oder was kommt jetzt? Naja, oder ihn werfen. Und immer noch, sie haben. Sparks hat von Anfang an die Fähigkeit immer. Die anzuzeigen, wo Edelsteine sind. Nur manchmal sei es zu faul, sie einzusammeln. Das ist. Na, ich weiß ja nicht.
Hey Pixel. Oh ja, doch, ich gewöhne mich an Sheilas Design. Es könnte schlimmer sein. Hey Sheila, Lust auf einen Streich? Nimm dieses Ei und wirf es auf Billys Haus, okay? Ich muss mich an ihm rächen, weil er mich von der Klippe gestoßen hat. Alter. Ja. Billy ist voll ein asozialer Penner, der benutzt die Klippenregel ohne meine Erlaubnis. Ihre Billy? Ja. Aber es ist nicht mein Billy. Nee, es ist nicht dein Billy. Aber hier ist ein Billy, der hat irgendwie so einen anderen Schaf-Typen voll über die Klippe gekeult. Das ist illegal. Klippenregel ohne meine Erlaubnis? Hallo? Glaub es, sag. Sonderregel beim Baseball. Der Baseball, bei Lalafels ist auch eine Ausrede. Lalafels kann nicht sein. Lalafels kann nicht sein. Nein. Die sind sie böse. Können, aber in den meisten Fällen sind sie es nicht. Das sind bösartige Kreaturen. Papalimo ist toll. Papalimo. Papalimo ist beste. Die einzige, den einzigen Lalafall, den ich akzeptiere, ist die Sultana und halt, ja. Einfach weil sie Raubans Papagei ist. Wie Hole mal sagt. Sie ist ein süßer Papagei. Ich hab mal überlegt, ob ich sie mal cosplayen soll, einfach weil sie so niedlich ist. Willst du ja so die Kniescheiben absägen? Oder auf den Knien rumrutschen? Ich will sie halt wahrscheinlich größer machen, weil. Ja, aber das, ist ja nicht, das ist ja nicht getreu. Aber nee, ich finde sie halt wirklich. Ja, wie gesagt, Sultana ist halt die einzige, die ich tatsächlich noch akzeptiere. Neben dem Schwarzmagier Edgelord. Ich hätte es auch witzig gefunden, wenn irgendwie denn der Ultralord von den Dragoons irgendwie ein Lalafell wäre. Weil ich es witzig mir vorstelle, wenn so ein Lalafell-Dragoon springen würde. Ich weiß nicht, ich stell's mir irgendwie witzig vor. Aber es ist Estinian. Estinian! Von dem ich lange nichts gehört habe mittlerweile. Burning down the Ishgard. Nimm dieses Ei, das ich in meinem Haus gefunden habe. Karma, ihr habt vorhin alles erzählt und ich bin zu müde, es gerade zu wiederholen. Teures YouTube-Video, es kam noch nicht mal zu den Diesel drin vor. Ja, eben. Ich freue mich aber schon auf den zweiten Teil. Oh, da ist dann wie ein Diesel dabei und wäscht seine Hände im Auto. Ja, eben. Das ist denn Händewaschen 2, The Cleansing. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe gehört, wenn Diesel und Nathan's Jason Statham kommen drin vor und waschen sich gegenseitig die Hände. Oh ja, Jason Statham als Master Proper. Die Friese hat er dafür. Was hat mein ehemaliger Geschichts- und Biolehrer damit zu tun? Dein Biolehrer ist doch nicht Jason Statham. Nee, aber Meister Proper. Ach so. Ich wollte gerade sagen, what the fuck? Nee, mein ehemaliger Geschichts- und Biolehrer, der sah aus wie Meister Proper, nur mit schwarzen Klamotten. Also der böse Bruder. Ja. Der böse Zwilling von Meister Proper. Er macht alles schwarz. Der macht deine Wäsche schmutzig. Oh, da ist ein Fleck. Erstmal mit dem Edding anmalen. Was tust du da? Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Kesu heute den ganzen Tag guckt, aber es scheint unheimlich witzig zu sein. What the fuck? Wo habe ich denn was schon wieder? Wo hat Spark schon wieder was vergessen? Ach, natürlich. Ah, direkt ganz am Anfang. Because not. Sparks, die Schuld gebe ich dir. Ja, zweiter Teil. Wusste denn nicht, es gibt, wenn du dein Gesundheitszeugnis ableveln willst, ne? Dann kannst du dir doppelt die Hände waschen. Dann kannst du mit beiden Hände waschen. Wenn ihr die Deluxe-Variante kauft, also die Collector's Edition, dann wird euch beigebracht, wie man duscht. Dann kriegt ihr auch noch ein Stück Kernseife als Bonus. Mhm. Und glaubt ihr noch so lehrreiche Dinge wie, wenn ihr euch nicht mit Seife wascht, dann stinkt ihr. Ja, also was wir da gelernt. Das ist nicht mal lernen. Weißt du, das ist Zeug, wo du in der Vorschule gesagt bekommen hast. Deswegen, das war so lächerlich einfach nur.
einfach so übertriebenst lächerlich. Und dafür haben die 27 Euro verlangt. Das ist die größte Beleidigung. Für den Schwachsinn so viel Kohle zu verlangen. Ist so fucking widerlich gewesen, ey. Vor allem, du stehst so früh morgens auf, weil die Öffnungszeiten von den Leuten so verkackt scheiße sind. Also wirklich next level behindert. No one suspects a thing. Kommt's mir nur so vor, da ist Bianca einfach nur megamäßig klein. Sie wurde auch gefühlt hart gefurried, also von daher. Pass auf, Jäger, die gruselige Zauberin. Oh, dann hast du mir ich hab mich doch gewarnt. Hier ist es gefährlich für kleine Drachen und Miezekatzen. Oh, danke, aber wir können auf uns aufpassen. Dann passt mal hier raus. Auf. Avada Kedavra. Hokus Pokus. Sie sieht einfach aus wie ein übertriebenster Chipmunk. Wieder, okay? Hey, bild ist das von Disney? Bestimmt. Geil. So. Direkt Level fertig machen. Fuck it. Machen wir alles fertig hier. Wir kriegen halt alles hin. Direkt Platin machen. Ich bin nicht müde, nein. Ich bin just fucking tired. Aber hey, mein Tannenbaum steht. Tannenbaum. Ja. Oh, so richtig deutscher Tannenbaum. So richtig schöner Tannenbaum. So ein richtig schöner Tannenbaum, den ich erstmal zusammenbauen musste. Geiler Tannenbaum. Ja, Mensch. Im guten Schweizer Taschenmesser-Steckprinzip. So mit dem Omnischlüssel. Ja, aber hat der Tannenbaum einen Gurkenzieher? Hey Spyro, überall sind Drehboxe. Vielleicht finde ich auf der Spitze dieses Turms ein bisschen Ruhe und Frieden. Der Handwerker kommt zwischen Hau mich tot und leck mich am Arsch. Ich habe meine Liebste verloren. Sie wird von bösen Drehboxen auf der Spitze dieses Turms bewacht. Kannst du sie für mich retten? Natürlich, ich hab sonst ja nichts zu tun, Dipshit. Dipkick. Dipkick. Ich find's einfach geil, du trittst einfach hier in die Eier. Und bumm! Was? Christbaum loben, was? Christbaum anzünden? Ich meine, das wäre sowas wie mein Tannenbaum. Einfach nur ein brennender Baum. Bist ein Dickhead. Na, mein kann ich nächstes Jahr auch wieder verwenden. Achso. Den Baum? Plastik. Baum, ja. Ja, der 30 Jahre alt ist, aber immer noch gut aussieht. Ach Gott, das ist doch schön an Plastik. Das kriegst du nicht kaputt. Am meisten, das war mal ein richtig teurer. Tja. Pre-schmückt oder? Nee, schmücken immer noch selber. Achso. Das Einzige, was halt schon drin war, weil ich das von meinen Eltern direkt mitbekommen habe, waren halt die Lichterketten. Ach so. Ich hab das Gefühl... Wow. Sparks vergisst schon wieder die Hälfte. Das bist du, bei der es vergisst. Schnauze. Er ist eine Libelle, er weiß es nicht besser. So in etwa. Und der Kick. Punch him in the dick, what? Diese Sprungsauze ist total knuffig, ey. Boink! Und check. Ist da weiter hoch? Nö. Seh ich nicht. Seh da, ich seh Geld. Oh, das hat. Oh. Hoing! Das hat Sparks hier vorhin übersehen.
Ja, nee, das hab nicht ich übersehen. Das war Sparks. Nicht ich hab das übersehen. Immer vergisst Sparks dich oder wir. Nee, Sparks vergisst alles. Ich aber auch. Und boing! Die Sprungsounds, ey. Spoing. Kespoinki. Kespoink. Kespoink. Oh, ich sag euch. Wenn der Stream vorbei ist, erstmal schön heiße Dusche. Nudelauflauf machen und dann sterben. And then just death. Mega death. Wow. Ich hab gedacht, der Spart hat mich da jetzt volle Kanüle runter. Was war das denn? Und welcher niedlich ist. Sind viele. Und jetzt mache ich mir Feinde, außer Möpse. Was? Marco schickt mir dich? Ich habe eine einstmalige Verfügung gegen ihn erwirkt. Oh wow. Pikinesen. Oder docken. Deswegen sind Katzen eigentlich besser. Ja, wobei es da auch so ein paar blattgedrückte Varianten gibt. Ich weiß nicht warum, aber und ich kann keine Perser ab. Echt? Die haben immer so ein Gesicht, wo du denkst, verpiss dich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, Perser gehen noch, finde ich. Mir ist auch unsicher, ob es jetzt durch die Bank durch immer nur das eine Gesicht bei einer Perser ist, aber. Ja, jede Perser sieht gleich aus heute. Also dieser Fresser. Diese Perserfresse. Du guckst die Viecher an und denkst dir, Arschlochkind. Ganz vergessen. Wenn ich jetzt hier Gegner platt mache, die droppen ja wieder Edelsteine. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Halt den Schnabel, Junge. Okay, der lag hier einfach rum. Gut, gut, gut. Ich hab hier gerade ein lustiges Bild hier von wegen so UPS, Paketverfolgung, GLS, DHL, Hermes, Amazon, DPD. Inzwischen drin die OCDG. Wir kennen den Postboten. Oh. Weil UPS sendet Paketverfolgung. Ihr Paket ist gerade in Düsseldorf. Der Fahrer heißt Ralf und ihre Lieferung wird um 14.37 Uhr bei Ihnen eintreffen. GLS, ihr Paket ist irgendwo und es kommt an, wenn es ankommt. Mm. DHL, ihr Paket ist in einem Paketstopp, der genau dann schließt, wenn Sie Feierabend haben. Außer samstags, da ist zu. Ja, eben. Hermes, welches Paket? Wir haben kein Paket. Amazon, wir sind schon in deinem Wohnzimmer. DPD, ich war da, du nichts. Paket liegen bei folgenden Nachbarn, keine Werbung. Oh, Viva. Die Vollidioten hauen uns momentan für alle Gott und die Welt aus der Nachbarschaft die Pakete vor die Tür. DPD, und es sind immer dieselben. DPD klingelt bei mir nicht. Bei mir klingelt gar keiner. Die schmeißen das vor die Tür und gut war. Bei uns klingelt nie jemand. Immerhin letztens ja auch. Also generell jedes Paket, was ich... Also wenn ich immer was bestelle, es wird nie geklingelt. So gut wie nie. Wow. Wir haben den Wolkengenerator abgeschaltet. Vielleicht sehe ich nie wieder einen Regenbogen. Tja, würde mir stinken, wenn ich du wäre, Kleiner. Hey, Draghi. Ach, guck mal, Draghi, hast du doch noch geschafft. Alles tutti. Draghi glücklich. Alles tutti in Vespucci. Alles nutti canutti. Wenn meine Flügel so stark wären wie deine, könnte ich leicht hier rüber gleiten. Tja, passt aber nicht. Du bist klein, schwach und wertlos. So, yeah. Fuck you. Das ist wie ein Lalafell. Können wir einen großen Hund mit Augenklappe aufsetzen?
Ich meine, man merkt nur minimal, dass ich was gegen Ladderfels habe, ne? Zum Beispiel eine große Fliegenlatsche. Oder eine Keule. Eigentlich könnte ich bei jedem Level mal gucken, was das Achievement ist. Ja, das weiß ich auch. Halt ein Sabbel. Wir hatten schon 5 Gegner davon gefühlt. Los. Ja, aber Spyro 3, so wie ich das gesehen habe, ist einfach nur durchspielen, get Platin. Und nicht mal das. Du musst, glaube ich, nicht mal alles komplett machen, so wie ich das gesehen habe. Es reicht, wenn du gewisse Sachen sogar auslässt. Oh Phoenix, ich hoffe seit Tagen, dass gewisse Sachen, die ich bestellt habe, noch in dieser Epoche kommen. Noch in diesem Jahr, was mittlerweile ja nicht mehr so lange ist. Hey, Nu. Deswegen, wenn man immer sagt, so ja, ich hoffe, es kommt dieses Jahr noch, dann heißt es ja wie nächste Woche. Schon krass, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, das Jahr ist schon bald wieder vorbei. Ist almost over. Alles vorbei. Ja, over. War scheiße. Vorbei, vorbei. Ein Ei, ein Ei. Opai, opai. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Der Opai macht den Opa geil. Gibst du dem Opi Opai? Bring die Opai, die in den Opi um. Aber ich könnte wegsehen, wenn ich. Ja, in dem Reim müssen wir noch arbeiten. Wäre mit Edelsteine zählen. Oh ja, kostbare, kostbare Edelsteine. Nun denn, Spyro, du kannst die Plattformen jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Alter Geldsack, ich werde dir am Ende dieses Spiels so hart in den Sack treten. Da freut er sich ja drauf. Oh ja, ich werde ihm so hart in den Sack treten. Und das Schöne ist, man meint es ja auch noch ernst, weil man genau weiß, ich werde ihm in sowas von den Sack treten. Mein Computer bestellt von Weihnachtsgeld, der kam zu früh. Kann noch gar nicht erwarten, dass Postboten sehr erfreut. Ja, das glaube ich. Wenn man auf einmal einen neuen PC auf einmal da stehen hat, das ist schon was Nices. Och, halt doch den Schnuten. Das habe ich vor literally einer halben Stunde gehört. Boing, boing. Ich erinnere mich gerade so. Es gab, glaube ich, in der zweiten Welt hier von Spyro 3 gab es eine Mission, wo richtig ätzend wird wieder. Das ist so diese eine Mission, wo wir immer sagen, nee, kein Bock, lassen wir bitte. Das hat jeder Spyro-Teil. Dieser eine Moment, wo du dir am liebsten sagst, so, na, better uninstall. Oh, du hast die Plattformen aktiviert? Vielleicht kriege ich den Wolkengenerator wieder zum Laufen. Ich krieg deine Stimme nicht ab. Alter. Einfach so ein Ei rausgekockt. Die Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Die. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt bei den Drachen irgendwie den Leuten, die das Detailreichtum ausgegangen ist. Unsere Sonne ist erloschen. Mit unserem Lava-Fusionskessel und 3 Sonnensamen könnten wir eine neue machen. Aber sie brennen aus, bevor sie im Topf sind. Tritt auf den Schalter für einen frischen Sonnensamen und erhitze ihn mit Flammen, bis er im Topf ist. Ach, das ist der Blödsinn, ja. Ja, mal sofort. Ich hole mir erstmal mein Geld, was mir zusteht. Bezahlung im Voraus, nur damit wir das mal geklärt haben, ja? So, einmal Bezahlung im Voraus und dann reden wir weiter. So. Da hinten wieder was? Ja, habe ich auch gesehen. Meins. Mein.
Sim. Sim. Bap. Sim. Bap. Sam. Bip. Steh dich neben mir, wie kommt ihr drauf? Man wird ja wohl noch mal ein bisschen Blödsinn labern, wenn man müde ist. Ach, nur Brox, danke für 14 Monate Sub, mein Dude. Beinahe vergessen, ich wundere mich, wieso ich Werbung bekomme. Oh ja. Werbung ist scheiße. Genau wie RTL 2 und Nazis, aber da sind wir uns ja einig. Wieder haben sie den ganzen mehr Zeit gegeben. Juhu! Ja, der hat seinen Spaß. Wieso bei links sagt doch auch niemand was, wenn deren Leute Zeug kaputt macht. Hat sich so auch noch niemand beschwert. Wow. Mein er ist gerade legit durchs Feuer gerannt. Und, was? Was arbeitest du hier nochmal? Das ist dann Bäckerei, Fachverkäufer, kann man das so sagen? Ich denke mal, ich tue das jetzt einfach mal. Fachangestellter. Du gibst Leuten Brötchen. Ich gebe Leuten Brötchen. Ich mache euer Sonntagsbrot. Wow, bei den Missionen ist es schon immer so einfach. Fusion! Ha! Boah, Alter. Gigasonne. Das nenne ich eine Sonne. Nimm oh shit, that shit, Sonne. Als Souvenir. Ich denke, es könnte ein Blindgänger sein. Na, es ist so. Es ist ein bisschen wie Gastro. Ein bisschen, aber ein bisschen auch wieder nicht, also von daher. It's a little bit of gastro. It's a little bit. It's a little bit of my mind. Und das Brötchen zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Normalerweise wecken wir unsere Regen. Eine Stulle zum Himmel. Was willst du denn? Todeswunsch oder was? Ah, schön. Komm her, Junge. Hier breche ich dein Gesicht. Bin zu müde und zu gewalttätig für sowas. Hm. Fischbrötchen. Ich möchte ein olle Slapskaus-Brötchen. Oh, ja. Der Lapskaus tötet Leute. Ich sag heute, Lapskaus, das haben wir aber heute mehr. Das ist ganz frisch. Das haben wir die Leute quasi aus der Hand gefressen. Naja, und dann steht später Gevatter tot vor dir und sagt dir, die Lachsschamspeise war's. Das kennen wir. Ich sag dir, das ist am Ende nur wieder. Ne, beschwer dich am Ende nicht bei mir, wenn du nur noch am Kacken bist. Hm. Wenn du am Rumkacken bist, dann bist du nur noch am Rumkacken. Kannst du auch nicht mehr. Dann kannst du nicht mehr schnacken. Jesus, ist man auf einmal hier schnell im Fliegen. Da brauchst du nicht lang snacken. Dann kannst du nur noch kacken. Und so einen Kopf im Nacken. Mhm. Gerade jedes alles ein Gesicht haben, ey. Willst du das haben? Es ist aus dem Glockenturm gefallen. Willst du es haben? Das ist ein Ei. Könntest du ein Omelette draus machen? Weil wenn du eher Bock auf Spiegelei hast, ist es auch okay. So, warte, was fehlt jetzt noch?
Stimmt, irgendwie mussten wir da hoch. Die Hände nach höher. Kifferwolke. So kann man es natürlich auch ausdrücken. Dann die Hände zum Boden. Komm, lasst uns Emo sein. Die Hände zum Schimmel. Ah, das wird dann die Indie-Hymne. Ach ja, stimmt, ja. Eieiei. Ich wollte mir eigentlich mit Andy heute voll den Spaß erlauben. Wolltest du? Ja, ich hab's mir aber verkniffen. Setzt du wirklich dein Mitleid ein? Nein, ich wollte eigentlich, er hat doch dann geschrieben, es gibt Einzigste nicht, ne? Das kann man nicht steigern, außer man heißt Goethe. Ich wollte mich eigentlich in Goethe Schoschmann umbenennen. Und dann schreiben, das Einzigste tete. Hab's dann aber doch gelassen, ich war zu faul. Nein, Spyro, was war das denn jetzt? Oh Mann, ich wollte doch gar nicht. Deswegen, ich hab's am Ende doch gelassen. Ich war einfach zu müde. Oh. Ja, ich hätte meinen Twitter-Namen ändern müssen und dann hätte ich ihm antworten müssen. Sympathie und Nächstenliebe aus Faulheit. Ja, genau. So, basically, ja. So war das auch damals mit Gandhi, Kinder. Der hätte euch übelst das Pausenbrot klauen können, er war einfach nur zu faul. Der hätte euch übelst zerficken können. Mit Karate-Kung-Fu. Hat es aber nicht gemacht. Stattdessen haut er euch eine rein. Klar. Na klar. Da fehlt noch mehr. Immer wieder typisch. Typisch Sparks. Ah ja. Da war ja was. Ein Fünfer übersehen, den alle übersehen. Ich habe echt einen Fünfer übersehen, den alle übersehen. Das ist ein Vergehen, das werde ich nicht verstehen. Wie konnte ich mich nur so verhören? Hä? Das war eine scheiß Idee. Oh ja. Oh, Alter, nee. Oh, mein Hirn arbeitet gerade auf minimaler Kapazität, ey. Aber hol, hast du dich schon mal bei Final Fantasy angemeldet heute? Jupp. Ich hab gesehen, wie das jetzt alles aussieht. Es schneit überall in den Städten, ist voll schön. Ach da. Guck nochmal, ob ich hier schon, was ich hier machen soll an Dings. Oder ob ich das jetzt schon hab. Der Komplettitätshalber. Gleite mehr als 5 Sekunden und lande sicher. Wo soll ich das denn machen? Du musst gleiten. Ich muss gleiten. Ich muss gleiten, Johnny. War offenbar nicht sicher genug. Ah, cool, das war lang genug, okay. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich die Trophäe jetzt gecheased habe oder nicht. Ich habe absolut null Idee. Ja, bei mir ist heute echt Sparflamme angesagt. Aber hier lang geht doch schneller. Bei mir ist richtig low energy gerade. So richtig low. Und das nach so viel Kaffee eigentlich. Nach so viel Koffein, um genau zu sein. Ich habe letztens erst ein Meme gesehen von wegen irgendwie ein Kaffee, dein Hirn arbeitet auf minimaler Kapazität. 2 Kaffee, es sind mittlerweile Gespräche mit anderen Humanoiden möglich. 3 Kaffee, du kannst mittlerweile auf normaler Geschwindigkeit arbeiten. 4 Kaffee, alles klingt wie unter Wasser gesetzte Trompeten. 5 Kaffee, Zeit ist für dich nur noch ein Konzept.
7 Kaffee, du bist Gott und Mensch gleichzeitig. Gott, weil du alles erschaffst und Mensch, weil du alles ertragen musst, was du geschaffen hast. Wie war eigentlich das Video? Es war so... Es war das teuerste YouTube-Video, was ich jemals gesehen habe. Und es war so unglaublich scheiße. Also sollte Dagibi irgendwann auf die Idee kommen, Geld für ihre Videos zu verlangen, das wird das erste sein. Ja. Auf einmal kostet ein Video 27 Euro. Und alles, was für du null siehst, Inhalt. Und auf einmal siehst du, wie man sich nur die Hände wäscht. Endlich funktioniert mein Portal wieder. Oh Gott, nein. Besuch mich in der Tiki-Hütte. Das könnte eigentlich echt wieder so ein Beauty-Video sein. Sie versprechen hier voll die harten Insider und dann siehst du nur, wie man sich die Hände wäscht. Und auf einmal kriegst du nur auf Patreon ihren Snapchat oder sowas. Wo du dir denkst so, wow, that's awesome, I guess. Übrigens, der Shadow hat Patreon. Nicht mehr lange. Schaffst du es ab, oder wie? Ich war am Überlegen. Ich spiele aktuell mit dem Gedanken, ja. Aber warum? Weil Patreon war für mich überwiegend ein Gedanke irgendwie in der Zeit, wo ich halt mit YouTube halt quasi selbstständig machen wollte, wäre es eine Möglichkeit gewesen, mehr wirklich über Wasser zu bleiben finanziell. Aber da ich ja jetzt ab nächstem Jahr wieder einen Job habe, würde ich eher sagen, müsste ich das nicht mehr pushen, muss ich Leuten damit nicht mehr auf den Sack gehen extra und dann kann ich sagen, gut, ich möchte, wenn denn Leuten, wenn sie mich tatsächlich irgendwie finanziell unterstützen möchten, kann ich da auch Schöneres bieten. Sprich, ich kann irgendwie mich mal schlau machen, ob es irgendwie Möglichkeiten für Merch gibt, sodass ich das eher anbieten würde, anstatt Patreon. Und die Leute, die tatsächlich mal einen Euro extra da lassen wollen, die können dann immer noch hier im Stream was machen. Weil über den Zahlungsmöglichkeiten ist es eh alles dasselbe. Na weißt gut. du? Naja, und nur 12 Stunden Livestream, das ist auch so eine Sache. Ich meine, so schön es ja auch immer ist, ne, aber 12 Stunden lang zu streamen ist für mich immer so... so fucking exhausting. Vor allem, ich bin jemand, ich stream immer nach Laune. Und dann sich für 12 Stunden irgendwie ein Thema rauszusuchen, was man denn 12 Stunden tatsächlich durchziehen kann, ist für mich immer so eine Sache. Deswegen, ich würde da lieber echt eher andere Sachen irgendwie liefern, wo Leute mehr was von haben. Deswegen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meinen Patreon zu schließen. Ich meine, man kann immer wieder einen neuen aufmachen, wenn man das tatsächlich mal wieder machen möchte. So ist es ja nicht. Achte darauf, dass Sparks gesund bleibt. Ach ja, komm. Wem hält sich jetzt Leute am Hals? Keks, hast du noch dein Patreon? Ich glaube, ihr schlecht immer noch. Was ist denn hier? Haarschreiter. Ich glaube, ja. Aber ja, das ist so der Stand der Dinge, falls ihr euch das mal... Es ist noch nicht komplett fest, aber ich spiele mit dem Gedanken, das halt so zu machen. So, dass wenn Leute mich wirklich unterstützen wollen, dass ich da irgendwas finde, wo ihr tatsächlich auch was für kriegt. Wo tatsächlich was zurückkommt. Sei es halt irgendwie Merch oder... Ne? Sowas halt. Bleib ich halt bei Ho. Mann! Ey, nicht soßig werden. Das wollte ich so nicht. Hier, nimm das Ei! Wir haben sie letzte Nacht in der Tiki-Hütte verschenkt. Wie gesagt, das. Ne, ich möchte denn eher was geben. Boah, Gesichtsbremse. Gesichtspopel. Das sind die besten. Hier ist schon Sergeant Bird? Okay. Den nehmen wir fertig mit dem Level. Oh, fuck, Sack. Ne, also wie gesagt, Patreon war halt in der Zeit, wo ich es erstellt habe, eher so eine. Mehr so eine Option zu sagen: So, Leute, wisst ihr was? Falls ihr mich unterstützen wollt, dann ist da Patreon. Aber jetzt sage ich mir mittlerweile. Ich bin euch super dankbar, dass ihr mir jetzt da so weit unterstützt habt immer.
Aber wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, dann tatsächlich auch mal was zurückzugeben, dann würde ich das auch tatsächlich dann mal so machen, dass ich mal schaue, dass ich da irgendwie Möglichkeiten für sowas finde. Weil ich muss mich da mal durchlesen, weil eigentlich kann man das, glaube ich, über Streamlabs sogar tatsächlich machen mit Merch. So, dass ihr hier im Stream denn tatsächlich auf einen Merch-Shop Zugriff hättet. So, ein Streamer, den ich halt sehr gern verfolge, der Maximilian, der macht das halt über Streamlabs. Nur ich muss mich da halt mal drüber schlau machen, ob ich da irgendwie, ob das so Vorabkosten sind oder... Ah ja, ich hatte gerade kleine Ruckler. Aber nichts Gravierendes. Zwei Eierdiebe sind durch diese Tür gelaufen. Naja, eigentlich haben sie mich dafür bezahlt, ihr Versteck zu bewachen, aber das ist irrelevant. Ich lasse dich gerne durchs Tor, um sie zu jagen. Für einen kleinen Finderlohn. Danke, Spyro. Und deswegen, und ich finde halt, Patreon ist dann immer so eine Sache. Da müsste ich immer noch gucken, so von wegen, oh, wie mache ich jetzt hier die Belohnung für XY neben Arbeit, neben normalen Videos und hast du nicht gesehen. Und Merch ist halt etwas, was denn so für euch optional laufen würde. Ich will eine Shadow-Voodoo-Puppe. Mach ich für dich, ja. Yay! Wo ist die Kettensäge? Willst du schon gleich alles verschießen? Mensch. Vielleicht doch erstmal die Nagelfeile. Aber wie gesagt, ich muss mal gucken. Also wenn da irgendwer schon mal mit Erfahrung gemacht hat mit hier mit Merch über oder generell was weiß, Merch über Streamlabs herstellen und verkaufen, darf man mir gern mal mitteilen, wie das ist. Würde mir persönlich um einiges an Zeit ersparen. By the way, offensichtlich ist Secrets offensichtlich. So, dann machen wir nochmal. Shit. Oh, das ist okay. Ach, stimmt ja, die Turbobahn geht ja erst gleich an. Ja, also wegen Motiven. Ich dachte, da würde ich sowieso auch mal eine Umfrage dann auf dem Server starten, was so eure Motive wären, wo ihr gern hättet. Also, wo ihr sagen würdet, das ist, ist nice. Es ist halt auch dann mal so die Sache, nach dem Motto, ich möchte halt auch Merch anbieten, wo ihr dann auch sagen würdet, ja, das würde ich schon gerne tragen. Und nicht so, ne, also nicht, wo einfach nur Scheiße aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute wollen den Schoschkock. Bin ich mir auch sicher. Da bist du dir auch, da seid ihr euch alle sicher, ne, ist ja schön. Ja, doch, ich hab munkeln gehört, die Leute stehen auf Cocks. Fick. Geht doch. Vanessa, der Hoodie-Typ. Ja, tatsächlich, Hoodies könnte ich auch anbieten da drin. Hey, da ist noch einer. Der weiß Tassen gehen schnell, auch. Wenn ich die Superladung. Also hier, Streamlabs hat an Kleidungsbasics, also halt, was sie da halt anbieten für Klamotten. Das gibt schon einiges an Auswahl, was die da haben. Also von Hoodies zu T-Shirts, Tops, Männer, Weiber, Tassen, Kissen, Poster. Da gibt es eine Menge Auswahl, was man machen kann. Deswegen, da müsste man mal schauen. Wow. Hey. Ich habe eine Kohle. Eine Kohle? Eine Kohle. Ja, okay, ein Schoschmann Toaster kann ich euch jetzt nicht anbieten. Was? Instant dislike den Shop. Boah. Kein Schoschtoaster. Kein Barbecue Grill. Was ein scheiß Shop. Instant nö. Kein Toaster, kein Barbecue-Grill. Was ist das denn für ein Kack? Ich mein, was ist das denn für ein scheiß Merch?
Ich meine, so eine Grillschürze mit dem Schoschkock drauf und dann Kiste Kock. Komm schon, die Idee ist gut. Ich hasse dich, dass du keinen Schoschtoaster anbieten wirst. Oh, scheiße, ey. Dislike, Diabo, negativer Kommentar. Alles wegen einem Toaster. Das ist genau so. Alles, all because of Toast. Oh, lass das bloß Rüdiger nicht hören. Och, halt den Schnabel so, ey. Was wird Rüdiger wohl an Merch anbieten? Rüdi-Merch. Ein Aufklebebart, der scheiße aus. Ja, eigentlich eine gute Idee. So einen braunen Langhaarrasierer, damit man sich die original Rüdiger-Frisur machen kann. Ja, eben. Eben, und dann noch ein Diss-Track. Alter, stimmt. Man muss, wenn man jemanden richtig dissen will, muss erstmal einen Diss-Track gegen ihn machen. Ich spüre nicht! Ach ja, ich erinnere mich. Stimmt, aus den Flugmissionen haben sie ja hier ein bisschen mehr rausgemacht. Weißt du, und am Ende kommt es irgendwie mit mir wirklich mal so weit, dass ich Toast anbieten kann und die Welt dreht komplett durch. Der Schoßtoast. Der Toast. Was ist das Besondere an ihrem Toast? Er ist verbrannt. Er ist ein bisschen zu hoch eingestellt. Und knusprig. Und sie lieben ihn. Kinder lieben ihn. Mutti, ich glaube, ich habe Krebs. Kinder lieben ihn. Macht nichts, klein Timmy. Das kriegst du so oder so irgendwann. Bedank dich bei Trump. Trump hasst dich. Denn Trump hasst dich. Ein bisschen linear. Das ist ein bisschen bitte. Du musst doch Topflappen geben, ihr sie. Wow, ja, ein Topflappen. Ey Leute, ihr seid doch bescheuert. Das wäre eine geile Idee. Oder Grillbesteck. So ein Brandeisen, wo du dein Logo drauf brennen kannst. Erstmal mein Steak-Brandwagen ist meins. Driftet Spyro in der Luft, wenn er den Turbo nimmt? Es wirkt irgendwie, als würde er driften in der Luft. Weggefickt. Würdest du dann auch Bakugans anbieten? Hol, ich kann keine Bakugans anbieten. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Das ist Merchandise, nicht hier Franchising. So funktioniert das nicht. Gegeben in den Fall, du hättest die Macht. Nein. Guter Mann. Ich würde lieber ein eigenes Yu-Gi-Oh! Booster anbieten. Na toll, alles brennt. Ja. Immer gute Burner-Karten und so. Alles ist am Brennen, alles ist im Arsch und wir sind alle dabei. Alter. Wie die 5Ds, wie 5Ds. Alter, die Rennen sind immer noch so unmöglich wie damals, ey. Schimpfen wir es mal Rennen. Man muss einfach hoffen, dass die CPUs die scheiß Dinger nicht nehmen. Die Booster. Und sonst ist das Ganze ziemliches RNG. Ja, fuck. Och, komm. Die Rennen machen so wenig Spaß wie damals, ey.
sind genauso scheiße. Ich meine, die Sterne und alles sehen ja schön aus, ne? Muss man ja mal sagen. Deswegen habe ich das Gefühl, die haben um einiges mehr von dem Boost als ich. Ja. Oh, das lief doch jetzt schon um einiges besser. Oh ja, geradeaus fliegen, geiler Shit. Der ist da gar nicht durchgeflogen, genau gesehen. Null Punkte. Weggefickt. Shoshman-Lootboxen. Ja, aber wofür? Lootboxen sind Gambling, Kinder. Das ist illegal. Also die Shadow-Variante von Glückskeksen. Kriegst auf, fick dich! Genau! Pechkekse! Ich hasse deine Frisur! Pechkekse sind toll! Pechkekse! Dein Gesicht stinkt! Das ist keine Pechkekse, einfach nur Beleidigungskekse. Zum Beispiel in Pechkekse steht sowas so von wegen so: An deiner Seite auch nicht verstecken spielen, denn es wird keiner nach dir suchen. Oh wow! Ich okay, der ist fies. Nach dir wird keiner suchen. Ja, so eine Steinstatue. Warte mal. Aber denn so im Sinne von Armstrong. Warte mal, ist hier nicht irgendwo auch Jäger wieder? Mein, der ist ja auch immer irgendwo. Sucht eine Hose. Sucht eine Hose. Oder was in Pechkeksen auch gerne mal drin steht, ist: Irgendwie bist du komisch. Und damit ist es nicht lustig. Damit ist nicht lustig gemeint. Du bist nicht witzig. Das höre ich auch ständig. Ah, hier. Du bist nicht du, wenn du lustig bist. Die fliegenden Untertassen sind gerade aus dem Nichts aufgetaucht und zerstören die Rennstrecke. Was für eine Rennstrecke? Ich muss ihnen wohl in meinem Flugzeug eine Lektion erteilen. Achtung, Schafe, jetzt komm ich! Wow. Alter. Was? Schafe in fliegenden Untertassen sind gerade aus. Ich muss ihnen wohl. Achtung, Schafe! Ich nehme einfach deutsche YouTuber und Photoshop da Nacktbilder rum. Das wird nicht so schwer sein. Findet man im Internet bestimmt schon zuhauf. Aber will man die? Manche. Bringt bestimmt Geld. Irgendwie muss man ja seine Krankenversicherungsbescheinigung, Mitgliedschaftsbescheinigung finanzieren. Das ist kein Wort, das ist ein Satz. Ich glaube, so der Markt für Nacktbilder von Rüdiger ist nicht so begehrt. Ich muss. Achtung! Wir machen das so: wir verkaufen einfach Rüdiger-Bilder ohne Bart. Oh shit. Ich weiß schon, wer die dir alle instant kauft. Hi Alex. Und ganz Wand tapezieren. Mit Rüdigers Bildern ohne Bart. Boah, Alter, man kann die Scheiße mal nicht sehen. Meine beste Freundin, die gerade neben mir sitzt, würde diese Bilder von dir dann kaufen, XD. Die Frage ist immer halt, ne, der Preis, ne?
Außerdem ist sie Single. Just asking for a friend. Ich frage für einen Freund, was das ist. Oha. Frag lieber, ob sie volljährig ist. Das fragt man zuerst, echt jetzt? Ist das mittlerweile gang und gäbe? Ich dachte, da wären wir drüber. Umher, du Fickvieh. Wuhu! Sieh nur, der Truppführer hatte dieses Ei entführt. Nicht Lollicon, man könnte sagen verzweifelt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Oh, Mann. Also wenn er irgendwann da noch verdatet, ist er wirklich verzweifelt. Dann bin ich absolut verzweifelt. Ich meine, mit dem Lalafell, what the fuck? Jetzt denken wir den Gedanken mal ein bisschen. Oh mein Gott, nein, tun wir nicht. Nein, nope. Volljährig und Single, ne? Siehst du, das sind schon mal. Ach so, lass mich raten, sie wohnt in Usbekistan. Das ist so der zweite Punkt meistens bei mir. Entweder kriege ich zu hören, nein, mein Freund, oder nein, ich wohne in Kasachstan, oder. Nein, oder der Zusatztelefon-Joker. Ich fühle mich nicht mehr als Hamster-Waschmaschine meiner Freundin, deren Freund des Hundes. Das hatte ich auch schon häufig. Ich fühle mich wie ein Hamster oder eine Waschmaschine, wo ich mir dann auch denke, so, ah, ja, cool, ich auch manchmal. Juhu! Mein Portal funktioniert! Wir sehen uns am Strand! Schön, dein Voice-Actor hat offenbar nicht funktioniert. Berlin. Wieso Berlin? Geht doch noch. Hallo? Berlin ist eine easy Strecke von hier. Ist nicht so weit. War schon mal in Berlin. Fast so weit, als würde ich hier zu Keks runterdödeln. Sogar kürzer. Bei Berlin. Easy. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ich hab doch wohl. Ja, aber nur mittwochs. Brauch was für die anderen 6 Tage im Jahr. Im Jahr vor allem. Während ich weg war, haben sich meine Freunde das U-Boot der Rhinoxe für eine Spritztour geborgt. Und dann sind sie mit einem riesigen Haufen Steine kollidiert. Das fanden die eben, ich meine, es gibt Flixbusse Hamburg-Berlin, die fahren 3 Stunden. Also, easy. Also Berlin ist easy. Meistens, wenn ich sowas höre, dann kommt immer so, ja, nee, ich wohne in Usbekistan. Oder in Shanghai-Kongan-Land. Und ich denke mir dann immer so, ja, that's cool. Meistens denke ich mir das nicht, sondern denke mir so, well, this sucks. Plonk. Da-dum-ba-dum-ba-de. Ich hätte so 60 am Mal, da hatte ich gerade. Ja, ich hab Zeit. Ich bin über ein Jahr Single. Ich hab Zeit. Call me every day. Nee, jetzt mal Spaß bei Fuß. Ist, ne. Ist egal. Nicht wichtig. Ui. Swoop. Aaron. Schnell ignoriert und nur das Rocker. Es ist ein Auron. Oui, oui, Auron. Auron. Oh, Auron. Oh, oui, oui, Auron. Community Shadow. Neue Dating-Website. Ja, weißt du, ich bringe immer Leute zusammen, aber wenn es mal darum geht, für mich mal wen zu finden, ist immer Scheiße an Land. Das ist, ne?
hab meinen Mann so kennengelernt. Ich hab mein Schlachtschiff so kennengelernt. Und ich sitze hier und denke mir so, cool, nice. Ich meine, ich freue mich immer für die Leute, um Himmels Willen. Aber so ein Teil von mir sagt dann so, will auch? Do want, please? Hallo? Hier? Meld? Weißt du, wie so ein dummes Kind, weißt du, was sich in der Schule immer so gemeldet hat, nur mit Schnipsen, nur dass ich nicht schnipsen kann. Also du hippelst auf deinem Stuhl rum und machst... Ja, genau, nur ohne das Schnipsen, also es ist noch lächerlicher irgendwo. Wie so ein Kind, das kacken gehen muss. Aber ey, so eine Witz, ich kann echt nicht schnipsen, also... Random Schoschfakt Nummer 13. Der Schoschmann kann nicht schnipsen. Random Schoschfakt Nummer 14. Der Schoschmann kann auch nicht pfeifen. Random Schoschmann-Fakt Nummer 15. Der Schoschmann kann generell nicht so viel. Hier? Ne, das kam ja später. Jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen. Muss sie doch nicht! Dass sie dich jetzt. Sie hat mir nicht mal abblitzen lassen! Um jemanden abblitzen zu lassen, musst du erstmal jemanden anblitzen lassen, denke ich mal. Ich kenne sie doch nicht mal! Das sind verwirrende neue Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, jetzt werde ich schon abgeblitzt, indem ich nicht mal was mache. Wow, also ich kriege echt hier ein neues Level heute noch. Next Level Blitzing. Ja, ohne Scheiß, ich erreiche heute echt noch ein neues Level. So ein richtiges Mega-Level, Digimon, werde ich hier. Och, willst du mir noch erklären, dass ich schweben kann, Dipshit? Zeig mich nur, wie sich das weiterentwickelt. Du gehst über die Straße, guckst irgendwo ein Schaufenster an, dann kommt einer an dem vorbei. Nö, mit dir bin ich nicht mehr zusammen. What the fuck? What? Weißt du, wir skippen die Beziehung komplett und gehen direkt zum Schluss machen über. Weißt du, hast du nicht mal gesehen, wer das überhaupt ist? Ich mach Schluss mit dir, weil? Wer zum Teufel sind sie? Finde ich gut. Sauron findet's gut. Sauron ist, ne? Kann ich schnell stehen, morgen im Zeitungsartikel. Ja, ich kann halt nicht schnipsen. What? Das sieht bei mir mal ganz witzig aus, wenn ich das versuche. Um genau zu sein, es sieht nicht witzig aus, es sieht irgendwo lächerlich aus. Kann auch nicht schnipsen. Kannst du pfeifen? Ja. Ja, guck mal. Dann kann der Auron schon mal mehr als du. Was nichts Schwieriges ist. Sim, da muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben, um Himmels Willen. Doch, voll. Was? Dating? Sex? Nee, mach sofort Schluss! Schnell die Wicke Zeit. Ja, weißt du, ich habe damals gedacht so, wow, meine Beziehungen haben ja nicht lang gehalten, aber das ist ein neuer Rekord. Alter, das ist ein Weltrekord. Können wir dafür bei Guinness anrufen? Wie funktioniert das jetzt dann bei Speed-Dating? Ihr guckt euch an und die einzige Option ist ficken oder direkt Schluss. Ich glaube, also ich habe mittlerweile den Punkt erreicht, wo es dann heißt, nur noch Schluss. Instant Game Over. Shit. So, um Himmels Willen, da muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Da habe ich schon schlimmere Sachen gelesen, wo mir Leute erst Hoffnung gemacht haben und dann gesagt haben, nee, ich bin in Wirklichkeit ein Toaster. Ach, deswegen willst du keine Toaster verkaufen? Ja. Emotionale Narben. Oh, emotionale oh. Scheiße, genau. Ich identifiziere mich als Apache-Kampfhelikopter. Mit Hamster-Einspritzung. Du vergisst jedes Mal die Hamster-Einspritzung. Nee, Keks, das geht so nicht weiter. Obwohl du diskriminierst all die Hamster, die wir einspritzen. Obwohl ich ja ehrlich gesagt es süß finde, dass sie überhaupt ein schlechtes Gewissen hat, allein für diese paar Sätze, die wir hier über jemand anders hin über gesagt haben, you know? Molly. Ist das Haus explodiert? Hinterfrag's nicht. Okay. Das ist Spyros großes Furry-Adventure.
Sieh zu, wie ich diese Ente trete. Not the duck. Howard the duck. Howard the duck. That's a duck! What the duck? War das nicht so, dass der Film total scheiße war von dem? Oh, das war lustig. Und das trotzdem... War das nicht sogar so, dass Howard the Duck ein Marvel-Charakter ist? Ja. Warum? Howard the Duck kam auch bei Guardians of the Galaxy 1 vor. Stimmt, so ganz nebenbei mal, ne? Yep, in der End-Credit-Scene. Ich meine, mich daran zu erinnern, weil ich habe immer gesagt, so nach dem Motto, ich dachte immer, Marvel will vergessen, dass Howard the Duck existiert. Weil ich habe sonst... Ich habe null Ahnung von Howard the Duck. Er existiert, Ende. Ach so, wir tun generell so, als ob er nicht existiert. Ich meine, in einer Welt, wo es Spider-Pork gibt. Spider, ja. Ich habe gerade verstanden, Spider-Porn. Oh! Ja, das auch hoch. Oh! Und Keks immer so, oh! Nee, ich habe neue Informationen. Nächster Winter! Dancing Dragon, für den Sub, mein Dude. Keks hat Input. Ja, ich sende immer Input. Boah, das ist aber Input, den will ich auch. Johnny Five braucht Input. Johnny Five braucht Input. Shadow will den Input auch. Ja, ich bin interessiert an Input. Ich habe zwar keine Ahnung, was für ein Input, aber könnte ja lecker sein. Gibt's ein schönes. Ein Schnitzel. Ganzes Kotelett. Ein ganzes Schnitzel weggefickt. Nichts, womit man mich töten kann. Du darfst das Schnitzel sezieren und herausfinden, an was es gestorben ist. Vielleicht geschlagen. Oh shit. Oh shit. Watch yourself. Pluto, der Rhinox, hat uns zu einer Seefahrt herausgefordert. Unser Schnellboot gegen Pluto. Sein Hai-Atom-U-Boot. Pluto? Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Also, willst du es mit Pluto aufnehmen? Oh ja, richtig, den fick ich kaputt, den Boy. Ohne Energie vielleicht ein bisschen schwierig. Oh wow. Oh wow, das wird ein Spaß. Oh, ich hab... Ja, ich hatte auch keine Raketen, Idiot. Ich sag nur Muffet. Would you fuck it the Muffet, oder was willst du damit sagen? Sekunde mal, da ist Input. Ich will mal kurz wissen, was Input ist. Pluto, der Rhinox, halt deinen Schnabel, du Mongo-Kind. So. Ich will das mal kurz wissen. Ach du Scheiße! I just got wall of texted. Du wolltest Input haben. Was ist das denn jetzt? Okay, das muss ich mir nachher durchlesen. Das dauert ein bisschen länger sonst. Und ja gut, muss ich nachher lesen. Gut, ich muss gucken, dass ich hier Munition behalte. Oh, wow. So, why is the Steuerung shit? I would tank this. I just... Aua. Okay, ich tank Stony. Ist okay. Ich hab ja begriffen. Oh, wow. Oh, Gott. Ist die Steuerung shit, Mensch. Schieb. Ja. Oh, Alter. Ja, die Steuerung ist richtig scheiße. Oh, ich verstehe dich. Das sind Gründe, warum ich auch Single bin. Das I understand. Pluto, fuck you. So. Hier ist das alles normal, aber sobald die Kamera fest ist, kannst du es dir in die Haare schmieren. Sodele. Yeah. Okay, let's go. Fuck.
ist richtig scheiße. Miau. Nee. Der lässt sich aber auch nicht aufhalten von so einem Blödsinn. Oh Gott. Die Steuerung ist so richtig Bullshit. Richtig Bullshit. Ja, okay, just tank it. Just tank it, ist okay. Das ist das erste Mal, dass Pluto verliert. Ihr Drachen müsst sehr talentiert bedenken, sein. Wasser, Eis, noch mehr, meine Sinne, die Steuerung, Müll ist. Ja, nee, das Problem ist einfach, die Steuerung ist sehr merkwürdig, wenn du auf diesem Boot bist. Also ich bin froh, dass das vorbei ist. Ihr müsst euch vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll. Es ist irgendwie nicht so, dass wenn du dich nach links und rechts drehst, dass du einfach das Boot nach links und rechts drehst, wie es eigentlich sein sollte. Sondern mehr so, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen in die Richtung, in die du zeigst, aber auch wieder nicht. Also es überlegt sich erst, will ich das überhaupt? Du hattest, wenn du nach links drückst, dreht es sich nach links und wenn du nach rechts drückst, dreht es sich nach rechts und vorwärts ist... Nach vorne fahren und nach hinten. Ja, so stellen habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Von der Perspektive des Bootes her, sondern von der Perspektive. Sonst ist es ja von der Perspektive der Kamera her, wie du dich bewegst. Es ist ganz merkwürdig zu beschreiben, auf jeden Fall. Fühlt sich ganz funky an. Okay. And then there's Chunky. He's dead. Hab ich schon wieder was? Unterwasserlevel, man muss sie lieben. Nicht wahr? Aber sie sehen unglaublich schön aus in diesem Spiel. Das muss man ja mal sagen. Und wenn wir sterben, werden unsere Körper zu Gras. Und der Snoop Dogg, der raucht das Gras. Und der Snoop Dogg, der scheißt auf das Gras. Das auch. Nee, das tut er nicht. Also dafür... Ne. Hey, Pflanzen düngen. Fähigkeitspunkte. Und das Känguru, es spuckt auf das Gras. Ich hatte ein Drachenei für dich. Aber ich habe damit unseren superschnellen Abflusstunnel getestet. Die gute Nachricht, es ist heil am anderen Ende angekommen. Ja, Auron, das muss so. Das stimmt. Jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Nun, da gibt's kein Gras. Der Tunnel ist voller Rhinoxe und schwimmender Minen. Kängurus sind auch meistens nicht in Regionen, wo es so winterlich ist. In der Wüste gibt's auch kein Gras. Seit wann leben Kängurus in der Wüste? Oh, für die Mission habe ich damals mal ein paar Versuche gebraucht. Gibt's auch nicht so viel Gras. Da ist zu viel Snoop Dogg. Viel zu viel Snoop. Zu viel Weed every day. Oh, first try! Hat eine überraschend gute Strömungsdynamik. Oh, first fucking try. Mm. The scuff! Das ist schön. Swoop! Ich würde zu gern wissen, echt, was Kesu da guckt. Es scheint super witzig zu sein, weil ich höre sie seit Stunden nur lachen. Handy kommt gleich bei uns rum. Wieso? Hat er sich schon angekündigt? Er sich jetzt schon an mittlerweile, oder was? Boah, der Shadow, dem hau ich auf die Schnauze. Boah, den macht den Fickel kaputt. Und es ist nicht mal Mittwoch. Na ja gut, der hat sich ja noch keinen festen Tag ausgesucht, wann er dich fistet. Hallo, da habe ich nicht... bei dir ist es eine Sache, bei dem ist er was anderes. Ich meine, wenn er unbedingt aggressiven Rachesex will, soll er sich einen Tag aussuchen. Ja, er wollte Beef mit mir. Ah, romantisch. 16 Uhr hinter der Turnhalle. Ohne Brüder. Ohne Brüder? Keine Füße. Alle nur am Rollstuhl. Nee, du weißt doch, wie man damals immer versucht hat zu kämpfen als Blach. Man hat immer versucht, sich zu schlagen. Man hat sich so halb umarmt
Und hat man immer versucht, sich ganz merkwürdig zu treten. So diese Schulhofprügelei einfach. Oder sich ins Gesicht hauen. Hau dir ins Gesicht. Boah, Feige, meh. Boah, scheiße, ey. Sparks, mach. Mach oder ich mach dich kaputt. Guck mal, da, der kaputt, liegt da einfach. Wieso lebt der hier wieder? Und hat auch noch Geld. Ich hasse Menschen, die Geld haben. Aha. Also mal gucken, wie kann man da nochmal hoch? Das ging doch irgendwie. Da gab's doch irgendwie mal ein Wehchen. Vergiss jedes Mal wie. Okay, das sah morgen, wofür dieser Drache Flügel hat. Hä? Man mag sich fragen, wofür dieser Drache Flügel hat. Nicht wahr? Ach, da, genau. Der ist ja genauso flugfähig wie Pit. Ja, nur das Pit, ich weiß auch nicht, Pit ist manchmal shit. Vielleicht ist es ja mehr so ein Hängedrachen. Boah, scheiße, der wollte einfach mal Déjà-vu unter Wasser machen. Alter, kannst du doch nicht versuchen. Das ist lebensgefährlich. Da liegt auch schon wieder was rum. Das ist... Bugs, du bist unglaublich. Unglaublich ineffizient. Das erinnert mich immer an diese eine Aktion von Gordon Ramsay. Du überrascht mich. Ja, danke, Chef. Ich hab wirklich gehofft, dass sie das sehen. Ich habe wirklich 105% gegeben. Es hat mich wirklich überrascht, wie scheiße du bist. Und das Geilste war immer noch von dem Koch dann so, oh. Sagt immer so, okay, ich verstehe. Du hast schon deine 8 Flotzots getrunken. Och, halt dir deine Flotzen, Fotzen sonst wohin, ey. Also, ich hab heute Kaffee und Koffein in mich reingeschossen wie sonst nichts. Ja, aber das treibt. Du musst Wasser nachtanken. Nee, muss ich nicht. Ist Blödsinn. Ist Bullshit. Does not work. Raum, ja. 404. Water don't work. Waterfall down. What the fuck up? Ich glaube, wer es lang genug hält, wird es genauso grausenvoll wie das Ding mit den Hasen. Stimmt ja, wir sind hier schon fertig. Hui. Gartenstadt. Gordon. Ja, ohne Scheiß, ich bin ein Riesenfan von Gordon Ramsay. Der Typ ist so genial. Das aus einem Grund. Er scheißt auch Kunden zusammen, einfach wenn es sein muss. Oh. Wenn die sich daneben benehmen bei ihm, sagt er auch so, Alter, get fucked. Hör mir genau zu, du dummes Gehör. Ich frage dich zum allerletzten Mal. Und zum Donner, ist dieser verflixte Drache noch hier? Ich wollte ihn verjagen, euer Gartenstrand. Wir haben einen Gartenstrand. Was? Wir haben einen Strand? Vor nichts Angst. Wir bauen uns kurz an einen Gartenstrand. Der Gartenstrand. Etwas Magie. Oh, Bianca guckt immer so. Als hätte sie so einen gigantischen Unterbiss. Fertig machen? Egal, wie du's anstellst. Sollte sie als Hase nicht Überbiss haben? War doch ein Hase, oder? Hase, Chipmunk, I don't fucking know. Okay, was haben wir? Irgendwas mit Schlappohren? Das sollte klappen. Ihr könnt mich hier nicht für immer einsperren. Oh, Seidenbird! Lass mich hier bloß raus. Das ist inakzeptabel. Deine Stimme ist irgendwie nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Oh je. Oh shit. Was soll denn das? Alter, was für eine Nahaufnahme. Kowalski Analysis. Hat sie ihm gerade einfach nur die Tentakel weggemacht? Why? Oh, die Boss-Arenen waren hier mal voll cool. Als ich gehört habe, dass die Zauberin dich überfallen will, bin ich sofort hergekommen. Alter, es sieht aus wie so ein kleiner Nödel-Goblin. Diese Kröte wird kein Problem für uns sein.
klappt aber einfach, oder? Ja, okay. What the fuck? Cool. Ah, genau so war das. Ach ja. Okay, ich erinnere mich. Ich weiß wieder, wie das geht. Dann macht er Wobbel. Dann macht er Wobbel. Und dann stirbt er. Okay. Ich vergesse mal den Move von ihm. Nein! Uff! Ach, scheiße, ja. Jetzt macht er ja den Blödsinn noch. Was so viel bringt, dass ich jetzt ein bisschen warten muss immer und zielen darf. Okay, das zieht den Kampf eigentlich nur in die Länge. Du zielst doch nicht, du ratest. Das auch. Er findet das auch mal total lustig. Wow, zieht der Boss sich. Na komm. Nö. Ah, shit. So. Egal. Funktioniert trotzdem. Bakugan stand. Bakugan kam. Bakugan kacken. Oh, komm. Oh, der steht da nur mit seinen Klauen. Jetzt neben mir. Aber Shadow, öffnet sich auch deine Torkarte? Ja, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Keks. Ich habe nie Bakugan geguckt. Ich habe es geguckt und ich habe es gespielt. Und ich habe es nie verstanden. Ich habe mich drüber lustig gemacht. Was ist dein Punkt? Stimmt, der Boss ändert so ein bisschen. Es ist ein Shiny Kanimani. Ein Shiny Kanimani mit Diabetes. Was war das denn? Kanimani mit Diabetes. Und ja. Und Syphilis. Jetzt ist Schluss. Genau. Grayson! Nee. Grayson! Grayson! Einfach ein Regenbogen. Ja, weißt du, er ist einfach so ein Regenbogen-Magier. Er macht das jetzt so, ich schalte jetzt noch Sergeant Bird frei, mach sein Level 100%, geh dann nochmal in die erste Welt zurück, mach die komplett und dann lasse ich schon heute für heute gut sein. Ich mach heute nicht so lange. Bin einfach mega müde heute. Ich muss mal morgen. Ich guck mal, dass ich denn morgen dafür ein bisschen länger mache. Doktor, ich bin schwul. Wie kommen Sie drauf? Regenbogen. Das ist sexistisch. Nicht jeder Regenbogen ist schwul. Kannst du so nicht sagen. Doch, kann ich. Guck mal, noch ein Regenbogen. Double the Rainbow. Du hast länger durchgehalten, als ich erwartet hatte. Pops Glock. Ich schlage vor, du nimmst deinen Katzenfreund. Holt eine Glock aus ihrem Mantel. So, Spyro, das war's. Pam, pam, pam. Das rate ich dir zu deinem Besten. Schießt ihn einfach nieder. Spyro ist noch nie so schnell eskaliert, sei dir. Ich sammle mal hier absichtlich nichts ein. Oder ich sammle doch was ein, ist auch okay. Ah, der letzte Endboss, der neu ins Spiel eingebracht wurde, Dora King. In ihrer Feuerwerksfabrik gezündet hat, aber ich gebe ihn frei. Alter, dieser Blick von Sergeant Bird. Er guckt ihn schon so an, sag ich mal, Alter, ich schieb dir eine Rakete so tief in den Arsch. Ja. Was für ein Trottel. Das heißt, es ist etwas... Es ist tatsächlich ein Pinguin. Was du tust, als was du je getan hast und... Er will aber nicht nach Madagaskar, oder? Kowalski-Analyse! Oh Angel, Gott. Angel, analysiere. Wachtmeister Bird, 90068. Erwarte Befehle, Sir. Ich glaube, die bekommst du von deinem Kommandanten. Hey, was ist denn das?
Die neueste Militärausstattung. Mein Butt. Mein thick Butt. Warum bist du nicht damit geflohen? Das ist schön für deinen Butt. Weil ich begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Diese Nahaufnahmen von diesem Pinguin immer. Also sein Design gefällt mir, aber seine Stimme irgendwie nicht. Ja, die Nachricht weiß auch nicht. Unserem Aussterben ist etwas übertrieben. Wir wollten also Spyros Sergeant Birds Originalstimme war verdammt geil. Von meiner Heimatwelt fern. Ich werde wohl wochenlang Rinoxe wegsprengen. Aber okay. Angel sagt, es ist Ricos Onkel aus dem Militär. Ah, sein verschollener Onkel. Danke, Kowalski. Was war das denn gerade? Was war das? Okay, sorry. Beppis. Er sollte die Stimme von Skipper haben. Das wäre cool gewesen, tatsächlich. Ich muss die Kolibris trainieren, wenn wir uns der Zauberin. Oh, die Musik ist aber geil. In absoluter Höchstform sein. Und wie erwartet. Nicht so, es wird immer besser mit gestern der Story. 18.45 Uhr griffen die Rinoxe an. Ich will die Fortsetzung. Ich halte dich auf dem Laufenden. Unser Widerstand wäre nicht erfolgreich. Oh, das ist so ein fucking falscher französischer Akzent. Mir wird schlecht. Ich bin noch mal kurz weg. Ich leg mich noch mal für eine halbe Stunde gerade mal hin. Okay. Gönn dich. Ja, oh Gott. Bird hat jetzt Homing-Raketen. Oh, wie geil. Dieses Watscheln von ihr, es ist so putzig irgendwo. Man vergisst nur kurz einen Moment, dass er Todesraketen besitzt. Oh. Wie seine Wohl. Vor allem, wenn man auf ihn. Er ist so glücklich. Oh. Er watschelt rum und tötet dich. Und jetzt bräuchte er nur noch eine vernünftige Stimme. Am besten die, die er im Original hatte. Also ich bin ja wirklich nicht jemand, der mal mit dem alten Teil vergleichen möchte, aber seine alte Stimme war um einiges besser. Vielen Dank, Sir. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich fand halt seine Originale halt, ne? War schöner. Nicer Blumentopf. Nices Barett. Kann er mit diesen kleinen Flügeln fliegen? Es ist ein Pinguin, eigentlich kann er überhaupt nicht fliegen. Ja. Was sagst du? Außer er hat einen Flughafen, aber soweit ich weiß, hat Sergeant Bird keinen Flughafen. Vielleicht hat er einfach nur eine unsichtbare Klappe. Die Kralle! Oh ja, die Originalstimme von Sergeant Bird war so epic. Die war richtig gut. Aber irgendwie auch hier der Kolibri, der da mir gerade gesagt hat. Ich finde einfach, das klang so unglaublich fake französisch. Ich meine, Französen hin oder her, ich kann das ja seit Widowmaker sowieso nicht mehr schmecken. Aber. Sir, ich habe feindliche Rationen erbeutet. Mit leerem Magen kommen sie nicht weit. Aber das ist so ein falscher Akzent einfach. Warte mal. Du kennst das Original nicht? Die Rinoxe haben den Ausweg aus der nächsten Ölle mit einer Sicherheitstür versperrt. Ich glaube nicht, dass du sie sprengen kannst. Warte mal. Ich schlage vor, du landest auf den Gewichten und bringst sie zu den Druckschaltern auf beiden Seiten der Tür. Wenn du in Position bist, drück Stürmen zum Absetzen des Gewichts. Drück Action, nach unten zu schauen. Er sagt mit Twitter schon. Was zur Hölle? Lol. Ich guck einmal kurz auf Twitter. Mein denkwürdigster Moment dieses Jahr war frohes Neues. Wir haben noch nicht mal Weihnachten, Twitter. Warte mal, Sekunde mal. Was ist denn hier auf einmal los? Ich guck mal, ob ich gerade, ob ich für euch mal einen Vergleich finde. Nur mal aus Interesse. Spyro Year of a Dragon, genau. Sergeant Bird. German. Soll ja die deutsche Stimme sein. Hier. Ah! Nee, that's Englisch. Ich habe zwar Deutsch eingegeben, aber ne.
Wisst ihr, und deswegen ist YouTube mittlerweile, die Suchfunktion ist so kaputt. Ich gebe ein German, was kriege ich? Nichts Deutsches. Kein einziges Video hier ist. Da ist Domtendo. Der Guten. Aber ich will jetzt nicht durch ein 50-Minuten-Video klicken, deswegen. Es gibt echt... Alter, ich klicke gleich in mein eigenes Video, ey. Jesus Christ. Hier hat jemand mit einer Handykamera aufgenommen. Ich kock im Strahl. Alter, YouTube, ist das dein fucking Ernst? Ich gebe ein Spyro Year of a Dragon, Sergeant Bird. Hatte der einen deutschen Namen? Nee, ne? Im Deutschen wurde sein Name ja auch eingeenglischt. Genau wie in jedem Spyro-Spiel, da gab es eine Menge englische Wörter. Schick dir über Discord. Oh, Draghi, super. Das wäre nämlich... Was? Nein. Auch nur Bird. Ja, ich wollte gerade sagen, der hieß auch nur Sergeant. Hieß auch Bird. Ba, 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 ba. Oh, genau. Hm. Ey, das ist... Ah, hier. Ah, hier, Cutscenes, Sherman. Oh, Draghi, perfekt, danke. Da spulen wir jetzt mal ein bisschen vor, bis wir Sergeant Burp haben. Und dann, hier, da. Da ist er. Sergeant Burp. Die, ohne Scheiß, die YouTube-Suchfunktion kannst du mittlerweile so in die Tonne treten. Du kriegst echt nicht mehr das, was du möchtest. Ich bin... Soll ich dir Starthilfe geben? Ha, um dich kümmere ich mich, Peter. Ah, hier. Ah, der hieß B-Y-R-D. Bird. Hier, jetzt hört mal. Das ist seine deutsche Stimme. Master Bird, 9068, warte auf Befehle. Ich denke, dafür ist dein Chef zuständig. Hey, was sind das für Dinger? Die neueste militärische Ausrüstung, DBX-9, Raketenwerfer, neueste Technik. Und warum hast du sie nicht zur Flucht eingesetzt? Weil ich nur begrenzte Munition habe. Und ich wollte sie aufheben. Hierfür. Weggefickt. Sag, wo kommst du her? Ich dachte, Drachen seien schon seit 1000 Jahren ausgestorben. Seht, das meine ich. Irgendwie seine deutsche Stimme, seine originaldeutsche Stimme klingt irgendwie um so vieles besser. Ich höre da sowas von Liquid raus. Oh, das werde ich nicht, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Vielen Dank dafür. Jetzt kriege ich den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf, dass ich Bird sehe und dann, wenn man nur denkt so, Brother. Oh, nee. Das hast du nur davor. Das kriege ich die gesamte Woche nicht mehr aus dem Kopf. Alter, aber Burp denkt sich aber auch hier, Justice reigns from above, ne? Snake! Jetzt erwarte ich aber auch noch, dass einer einmal irgendwo nebendran steht und brüllt. Liquid! Ich krieg echt gerade Bock wieder auf MGS. Ich weiß ja nicht, ich würde gerne mal eines Tages irgendwann Metal Gear Solid streamen, aber ich glaube, das wollt ihr euch nicht antun. Oh Mann. Brother. Smugger. Liquid. Wie bei denen wohl ein Weihnachtsfest mit Familie aussieht. Mother, Brother, Grandpa. Ich stelle mir das gerade nur vor, wenn sie, weißt du, wenn sie versuchen am Tisch zu sitzen. Brother, reich mir doch mal die Soße. Oder so unsere kleine Frau mäßig in der Nacht. Good night, Johnny Boy. Good Nacht, Brother. Gute Nacht, Bruder. Genau. Liquid, gute Nacht. Liquid, schlaf gut. Alles so passiv-aggressiv. Alles schlecht gekackt. Alles schlecht gekackt. Ja, nee, glaubt mir, ihr wollt nicht sehen, wie ich MGS spiele. Das ist schrecklich. Doch. Wieso doch? Die Leute wollen. Wollen sie nicht? Doch. Sicher? Hände hoch, wer ist dagegen? Oh, ich sehe keine Hände. Ja, weil... Dipshit. Meine Argumentation ist gottgleich. Meine Argumentation ist scheiße. Und gottgleich. Gottgleich scheiße. Ja, aber gottgleich. Nee, ist einfach nur scheiße.
Aber Gott gleich. Wapp, mir das wollt ihr nicht sehen. Fang an rumzutrollen und irgendwann, wenn ich von der Mission den Sack dicht habe, fange ich an, Leute umzuballern. Hm. Und dann muss ich mir von Käse wieder elendig lang Standpauken anhören. Habe ich keinen Nerv drauf. Wie kannst du nicht pur Pazifist machen? Und ich nehme mir dann mal so, ich habe keinen Bock da drauf. Wer ist pur Pazifist? Wer ist denn das schon wieder? Kenne ich nicht. Kesu macht das doch immer. Ich meine, das ist eigentlich so als Name für eine Figur. Also. Ja, da gab es ja teilweise auch so Gestalten. Nee, ich weiß noch, als Kesu MGS 5 gespielt hat. Der hat halt versucht, pur Pazifist Run zu machen. Was du halt aber nicht kannst in manchen Missionen. Ich meine, es gibt doch irgendwie, oh, wie hießen die Biester nochmal, die sich immer dematerialisieren können und die kommen von Anfang an schon. Die Ghosts. Die Ghosts, genau, die haben ja irgendwie keine Ausdaueranzeige oder so. Ergo, die musst du töten. Ja oder gut, in dem Falle von den speziellen Missionen, glaube ich, zählt das so gar nicht mit rein. Ja, aber selbst da hat sie darauf bestanden, die nicht zu töten. Ach Gott, ich hab das auch lange genug probiert. Also das war schon... Das war dann irgendwann schon nicht mehr schön anzusehen, muss man leider sagen. Ja, ich hab das ja damals direkt in der Zeit gespielt, wo es noch diesen Quiet Bug gab. Und dann hat sie auch versucht mit irgendwelchen Waffen, wo kein Schaden drücken, weil sie nicht für Schaden machen gemacht sind, hat sie versucht, den Metal Gear zu zerstören. Das hat Stunden gedauert. Und danach ging das dann noch weiter. Danach kamen ja diese anderen Sniper-Roboter da. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen. Hat sie auch versucht, sie irgendwie zu fangen und saß da Stunden dran. Und ich habe dann gesagt, so meine Güte, lass es sein. Aber hört man auf mich? Nö. Voll weggesprengt, jo. Null weggedönert. Mhm. Oh, die Kamera ist echt. Oh, die ist fancy. Deswegen, ich bin einmal. Ich bin halt einer, ich balle auch mal gern um mich oder benutze mal einen schönen Batzen C4, wenn es sein muss. Aber klar, es hat sich ja in MGS 5, es hat sich ja ausgezahlt. Nicht immer jeden umzumurksen. Oh. Hast ja denn Leute für gekriegt, quasi. Eben. Aber halt, manchmal musst du halt einfach mal jemandem die Rübe wegballern. Wenn du halt so zum 50. Mal einen Atomphysiker hast, dann denkst du dir auch, Headshot. Kann man sich ja mal gönnen. So einer bin ich halt in MGS und deswegen glaube ich nicht, dass ich das mehr angucken würde. Weil ich mir irgendwann denke, so ich troll die Gegner einfach nur. Und irgendwann denke ich mir so, ach weißt du was, ich gebe euch die Erlaubnis zu sterben. Hier, halt mal kurz. Und dann gibt's einfach nur einmal C4 und dann ist gut. Was? Muss ich jetzt nochmal... Moment mal. Muss ich jetzt auch nochmal zurück? Nee, komm. Nee, warte mal. Wieso lebt hier wieder alles? Nee, komm. Oh, wow. Muss nochmal alles... Nee, wieso? Hä? Mann, warum lebt hier wieder alles? Aua! Die haben kein Geld mehr. Jetzt bin ich mir unsicher. Muss ich das jetzt hier alles nochmal, oder? Oh, Alter, die neuen Raketen sind ja echt, ne? Geh doch. Ich guck mal lieber einmal. Ich will auch sowieso mal kurz wissen, was ist hier... Dings. Alter, ich mach einfach nur und es passt einfach alles.
Zerstöre alle Ballons? Nee, das ist was anderes. Bombardiere als Wachtmeister Bird alle Schatzkisten. Easy. Hatte ich sowieso vor. Aber ich gehe lieber nochmal zurück, nur um sicher zu gehen. Ja, die Musik hier in dem Level ist so. Die ist, ich finde die toll. Das erwarte ich bei so einem Spiel, wenn du einen hast, der Sergeant heißt. Sergeant Bird, ja, es sind immer solche Militärlevel mit ihm. Ja, das musst du auf einmal nochmal machen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Einfach so ein fetter Pinguin, der aus irgendeinem Grund fliegen kann. Das ist total toll. Wahrscheinlich frisst er Kerosin. Würde mich bei Sergeant Bird nicht mal wundern. Zündet sich immer seinen eigenen Pups an. Warum rennen hier überall diese die Murmeltier rum? Das ist Murmeltier-Tag. Da muss ich dir jetzt... Nee, der ist noch frei. Hä? Hä, aber ich bin doch hier wieder durch. Warum wurde denn das nicht gespeichert vorhin? Merkwürdig. Nee, also ich würde keinen 100% Rage Run machen, um Himmels Willen. Aber ich habe halt so eine ganz eigene Art MGS zu spielen. Wenn ihr versteht. Ja, kann ich aber nachvollziehen. Im 5. habe ich mir irgendwann angewöhnt, die Leute voll unter Paranoia zu setzen. Ja, so Alarm machen, aber dann immer nur mit ihnen zu spielen, oder wie? Ja. Rennt mal dahin, jetzt betäube ich euch, jetzt lege ich in die Mülltonne. Oh, findest du deinen Kumpel? Oh, den habe ich in meine Basis geschickt, der macht da jetzt Arbeit. Das ist immer das Schönste, keinen umbringen, aber absolute Verwirrung anstiften. Doch, ich würde schon dann und wann mal wen umbringen, wen ich einfach als zu große Gefahr sehe. Zu große Gefahr? Ja, Feinde, wo du dir denkst, so, ja Mensch, der könnte ein Problem werden. Ach, selbst sie nehme ich mit. Und dann feuer ich sie. Und dann fangen sie an, hier einen Bürgerkrieg bei dir zu starten. Bürgerkrieg gibt's nicht. War das nicht, war das nicht sogar bei in dem Spiel ein Feature, dass sie irgendwann bei dir auch einen Krieg anzetteln konnten? Bevor ich gefangen genommen wurde. Also sie konnten Krawalle anstiften, dann sind sie halt mal für ein paar Tage in die Arrestzelle gekommen. Willst du aber direkt wenn feuern? Sie... Ja, das mache ich dann die meiste Zeit auch. Du machst hier Krawalle meiner Basis, du bist gefeuert, du bist entlassen. Und ich entlasse nicht, ich töte. Naja, du hockst mitten auf dem Ozean, also da ist die Tür, tschö. Ja, so in etwa. Ey, meine, von mir aus ist, wenn ihr das sehen wollt, dann können wir auch gerne mal MGS 5 spielen. Ich habe sowieso lange nicht gespielt. Was wird passiert, wenn ich diesen Raketenwerfer mit diesem Schaf kombiniere? Um genau zu sein, Kesu hat es damals auf meinem Account gespielt, auf der PS4. Also, es waren lange Zeit die einzigen Trophäen, die ich hatte. Bis ich dann selber angefangen habe, dann. Ja, ne? Deswegen, ich müsste sie erstmal fragen, ob es okay ist, wenn ich ihren Spielstand tilge. Mein Satz sowieso seit Äonen nicht mehr gespielt, aber von da, aber trotzdem. Nur mal, ne? Oh Gott. Zum Glück wollen sie das bei dir, ist ja nicht dieses Survive-Ding. Okay, das hätte ich nicht mal angeboten, wohl. Das weißt du ja wohl hoffentlich. Wie Leute fordern. Ja, nee, also so viel Respekt habe ich vor der Franchise dann doch. Alter. Dieses Survive-Ding, das ist ja eine Beleidigung. Weißt du, sie haben Kojima schon beerdigt, lebendig begraben und mit dem Ding noch auf sein Grab gespuckt. Ja, das ist... Ne. Aber da wurde ja auch alles für gecancelt, glaube ich. Was mich nicht verwundert. Das Ding wurde ja überall halt zerfetzt. Ja, weil es absolut nichts mit dem mit den Vorgängern zu tun hat, was eigentlich... Bei einem Spin-Off kann man ja noch sagen, gut, Spin-Off ist jetzt nicht unbedingt wie einer der Hauptteile.
Aber da haben die ja, die haben sich ja echt ins Knie geschissen dabei. Wie wurde es umschrieben? Ideenlos, seelenlos, lieblos, etc. Ja, ich habe mir da mal Gameplay zu angeguckt. Das Gameplay sieht auch nicht interessant aus, muss ich sagen. Es ist einfach sehr... Es ist so... Es ist jedes Survival-Game irgendwie. Also jedes Zombie-Survival irgendwie. Und das macht sogar noch schlechter als die meisten aus der Konkurrenz. Geht um MGS 5, weil das ist der Teil, den ich noch am ehesten spielen würde. Ich habe jetzt nichts gegen die Klassiker, um Himmels Willen. Ich meine, ich habe 2 und 3 selber gespielt damals. Den ersten zwar nicht. 4 habe ich auch gespielt damals. Oh, 4 wäre aber auch eine Idee. Nee, das ist viel zu storylastig. Alter, aber da, in der Cutscenes kannst du erstmal ein Bier trinken. Und ein Brot essen. Weißt du, da kann ich mir Abendessen machen in der Zeit. Ja, perfekt. Ist doch kein Stream, ne? Ein Filmabend. Gerade wenn wir gegen Ende gehen, ne? Ein Filmabend und kein Stream mehr. Ja, und am Ende machst du Abfrage. Und? Habt ihr alle aufgepasst? Das kommt im Test. Und es kostet euch 25 Euro. Wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände. Kostet 25 Euro. Geh die Hände waschen, du stinkst. Manchmal ist die Wirklichkeit grausam. Ich beende den Unterricht, genau! Dieser Satz, ey, wer hat ihn damals nicht 10.000 Mal gehört? Ich beende den Unterricht, nicht die Klingel! Und dann noch dieser eine Satz, wo du genau wusstest, der lebt nicht mehr lange. Was ist mit Hausaufgaben? Boah, der Typ, ey, der ist immer gestorben am Ende der Schule. Wurde immer verprügelt und in den Brunnen geschmissen. Ihr habt noch Brunnen gehabt? Oh, modern. Drunk Metal Gear Stream. Wer Dancing Dragon, das packst du da jetzt schon wieder. Der Drunk packst du da schon wieder rein gerade. Von betrunken war hier nie die Rede. Wobei die Idee witzig ist, muss ich. Nein! Nein! Das ist nicht. Wir gehen rein. Big Boss! Da schicke ich den ein. Big Boss! Kannst du ein bisschen Spaß, aber du trägst eine Sonnenbrille. Ich mag deine Sonnenbrille. Why are we here? Just for a meet. Warum ist dieser Sniper beinahe nackt? Oh, quiet. Quiet hieß sie, ne? Ja. Sie reden nicht viel, das mag ich an Frauen, ne? Some nice piece of ass. Die Frau, die du mit Lootboxen besiegen kannst. Ich spiele mit meinen Freunden versteckend. Zu Blind Drop. Ach ja, stimmt ja. Ich kann der Tiki-Hütte nicht beitreten. Hilf mir, sie wieder zusammenzusetzen und ich ernenne dich zum Ehrenmitglied. Oh, super. Ich darf noch mehr von diesen Freaks zusammensetzen. Eure Launch ist echt merkwürdig. Achso. Au! Alter, ich werde als Vogel von dem Vogel verkloppt. Hackordnung. So in etwa. Okay, hier ist die Kamera mir echt ein bisschen zu nah. Oh ja, schön. Oh, mir sieht so happy aus. Happy Bird? Happy Bird, ja. Happy Bird Cry. Klingt nach einem ganz neuen Konzept. Gab's so noch nicht. Boah, Alter. Wendekreis hat der Vogel. Wir haben Fappy, wir haben Angry. Fappy Birds. Dinge, ja. Dinge, die ich so noch nicht haben wollte. Fickende Vögel. Was trifft mich da andauernd? Das Leben. Das auch. Ja, das habe ich gesehen, das habe ich verdient.
Das habe ich verdient. Das nicht. Wieso spawnen die mal neu? Was sind das für unsterbliche Papageien? So. Alter, die spawnen immer wieder. Kann doch nicht wahr sein. Voll, voll. Mumbo. Na komm. Nein, die Flasche. Du Flasche. Wo sind da noch wer? Da. Immer dahin, wo Geld ist. Dahin zu gehen, wo Geld ist, ist immer eine gute Idee. Uiuiui. Uff. Big Uff. Big Smelly Uff. Nimm dieses Ei als Zeichen deiner Ehrenmitglied. Ich mag euch immer noch nicht, ihr seid mir unheimlich. Das ist noch nie passiert. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen. Ich habe in der Hauptwelt was vergessen? Okay, wenn du das sagst, Sparks. Ich weiß doch nicht, warum ich dir noch irgendwas glauben sollte. Okay, du hattest recht. Nice. So, damit haben wir heute schon mal die komplette erste Welt fertig gemacht. Komplett 100%. Das heißt, ich kann heute mit gutem Gewissen schlafen gehen. In diesen Eiern immer irgendwelche Drachen. Mhm. Was haben die für einen Zweck? Ich muss sie sammeln. Ich muss sie sammeln, Auron. Das ist der Zweck. Ein toller Zweck. Ja, nicht wahr? Ja, was machst du denn mit Eiern? Essen? Ja, Amateur. Nee. Seziere sie auch nicht. Ich dachte eigentlich mehr, du bläst sie aus und bemalst sie. Das macht er nur einmal im Jahr. Gefällt dir? Okay. Nein, mir gefällt dieser Modus immer noch nicht, Zoe. Fick dich weg. Ah ja, gut, das können wir auch noch machen und dann haben wir es auch. Spyro, ich habe ein Ei gefunden. Aber nur Sparks kann es erreichen. Da ist ein kleines Loch, das zu einer Flusskrebsfarm führt. Nee, wir machen das hier noch, den Kleinkram und dann machen wir Schluss für heute. Dann haben wir die erste Welt nämlich wirklich komplett. Dann habe ich auch Ruhe für heute. Dann habe ich wirklich gesagt, so, ich habe was geschafft heute. Ich habe etwas geschafft, was nicht komplett scheiße ist. Bevor du dich um die Gott, Nahaufnahmen, Sparks, Dinge, die ich nicht haben möchte. Fotos von Sparks überdauern. Ich sehe ihn alle Zeit. Look at this Sparks. The Sparks is amazing. Ja, ja. Look at this ugly Spark. Ja. Kommen wir zum schwierigen Teil. Als wendige Wenn ich Monstrum höre, ne? Wisst ihr, wenn ich Monstrum höre, habe ich immer wieder... Ich habe letztens einen YouTube-Poop wieder gefunden. Weswegen ich darauf komme. Nämlich einer meiner Lieblings-YouTube-Poop. Das ist einfach... Der heißt Frollo is a Slut. Der ist super gut. Auf unseren Reisen wirst du Schmetterlinge entdecken, die dich heilen. Ja, das habe ich nicht. Ich meine, ich habe den sogar mal auf den Server gehauen. Finde den gut. Jetzt ist Schmapp. Was mich jetzt gerade wundert, wurde uns von einer halben Ewigkeit nicht angedroht. Andy kommt gleich rein und haut uns aufs Maul. Ja, war da nicht irgendwas? Wärst du bereit, Sparks? Ja, außer heißer Luft war da nichts, hä? Ja. Beef? Ja, Mensch, kannst mal sehen. Immer nur Beef wollen, aber dann, ne, wenn's mal eng wird, ne? Ja, und dann sehen, was für ein Tech-Team da ist und den Schwanz einkneifen. Typisch. Ja, weißt du, und dann Angst gechokeslampt werden. Da sind mir die richtigen. Alter, ich mach dich garten liegen, wenn ich dich sehe. Mach dich kaputt.
Dort auch. Kaputt, Junge. Kaputt, Unge. Ich mach dich Unge, Mutt. Ich mach dich so Unge, ich sag's dir. Du wirst dich wünschen, nie Veganer geworden zu sein. Also ich werde so krass auf dein Content reagieren, ey. Okay, sorry. Und dann lege ich mir Raster zu und rassier ab. Ey, nix gegen... Ich sage ja mal nix gegen Unge persönlich, ne, aber... Ich weiß nicht, ich höre in letzter Zeit irgendwie nur fucked up shit. Ich höre in letzter Zeit gar nichts mehr von ihm. Echt? Ja. Was sollst du von dem hören, außer er reagiert wieder auf XY? Und er geilt sich an XY auf, weil der sagte, ist langweilig. Boah, langweilig. Oh, wo ist der Unterschied? Weiß auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt ja auch mal so als Format ausprobiert, so Reaction-Videos, aber es ist bei mir, ich weiß nicht, ich versuche das irgendwie noch so zu gestalten, dass es irgendwie, ne, nicht so ein komplettes Carbon-Copy ist von allem, was es da gibt, aber am Ende, du reagierst auf Content, es ist, du kannst da nicht viel anders machen. Ja, aber du setzt dich da nicht hin und heulst rum, dass es die Erfindung vom Herrn ist. Ja gut, dann könnte man natürlich argumentieren, ich möchte einfach nur Videos mit Leuten teilen. So auf meine Art und Weise. So nach dem Motto, mit Leuten zusammen irgendwie Videos gucken. Das könnte man bei mir noch so argumentieren eigentlich. Hm. Weil das ist eigentlich so das Einzige bei mir. Deswegen habe ich diese Videos halt gemacht, wo ich mit euch diese Promo-Videos von Nintendo geguckt habe. Weil das waren... So Sachen, die habe ich damals geguckt als Kind, deswegen. Ich fand's einfach interessant. Es war ein Schwenk in die Lebensgeschichte des kleinen Schoßmannes. Ja. Das Schoßmännchen. Yes, Krabs! Erinnern mich immer so an so ganz alte Zeichentrickfilme, wo Leute einfach total übertrieben reagieren. Oh. Der Krebs hier rum. Alter, wer hat Krebs? Alter, warum sieht Sparks so unglaublich hässlich aus? Oh, Mann. Ey, darauf komme ich nicht klar, dass Sparks so aussieht, wie er aussieht. Ey, Manni, kommst gerade zum Essen. Zum Ende, meine ich. Zum Essen auch. Was gibt's denn? Sparks Fondue? Oh, das wäre schön. Nee, ich mache mir gleich Nudelauflauf. Schön Schinken-Nudelauflauf. Schön mit Käse. Ja, doch. Giant Crab. Giant Enemy Crab. Vor allem, du darfst nicht Crab sagen. Das ist, das ist beleidigend. Du musst Crab sagen. Du hast den Flusskrebs gefunden und das Ei gefunden. Außerdem hat wohl etwas von der Drachenmagie auf dich abgefärbt. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, wenn sie noch weiter von Spyro entfernt sind. Geil, Sparks kann also noch auf größere Distanz seinen Job ignorieren. Geile Scheiße. Und hässlich sein. Ich wusste nicht mal. Ich möchte mir mal. Ach, der Verlies von Bus. Ich habe gerade gelesen, das Verlies von Butz. Ist auch ein bisschen geschädigt. Hand of Bloods geheime Kammer. Yes, Crabs. Genau, Dancing Dragon sieht's richtig. Das schreibt man damit. Crabs. Weh. Crabs! Yes, Crabs! Oh nein. Der Link lies, yes, Crabs. Yes, Crabs. Not Crabs, yes, Crabs! Oh Mann. Oh Gott, du hast mich zum letzten Mal enttäuscht, Starscream. Crabs. Crab. Hat er jetzt hier gespeichert? Ich glaube ja, ne? Ja, selbst wenn. Passt schon. Alter, wir haben jetzt knapp 3 Stunden, schon 27%. Läuft. Läuft, ja. Ja. Oh ja.
Nee, ich lass sie für heute gut sein. Ich krieg hier heute nichts mehr auf der Flöte.